Yes, ich sehe doch schon mal ein Bild und auch einen Ton. Und hallo, liebe Leute da draußen. Hier ist wieder Homeoffice, Ausgabe 361. Und wieder treten wir zusammen. Heute ist Charles mit dabei und Stoner als Vertretung für den Frank. Also der Charles für den Frank. Und ach, wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Wir sind am Start und wir reden mit euch über Wichtiges und Unwichtiges und vieles andere. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Spaß. Ja, und das sind sie auch schon. Hallo Stoner, hallo Charles, grüß dich. Oh, jetzt habe ich euch aber verkehrt rum drin im Bild. Aber mein Stoner, jetzt musst du halt mal die rechte Seite übernehmen heute. Da müssen jetzt alle durch. Das kriegt man schon hin. Donau heute schon. Bist du ausnahmsweise rechts? Hey, mal die musst du doch brechen, ey. Das ist immer gut. Ja, Grüße an euch hier in die Runde. Charles, auch schön, dass du da bist. Und Grüße nach draußen. Dienstagabend live. Wir stehen wieder parat. Ja, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Hi Jungs, hallo liebe Zuschauer. Ist überfällig, dass Onkel Charlie sich mal hier blicken lässt. So, das Wichtigste zuerst, wie ist Wetter bei euch? Ich sitze im eigenen Saft hier. Es ist also wirklich Hochsommer. Wir hatten hier heute 32 Grad auf der Anzeige, aber gefühlt draußen war es viel krasser. Ich war vorhin noch im Supermarkt und kennt ihr das von früher oder wenn man halt im Urlaub war, du bist so im Supermarkt in Italien, Spanien, irgendwo, Kroatien und kommst dann raus und am Abend so diese warme Walze von Luft, die dir entgegenkommt. Und vorhin im Supermarkt auch aus der Klimaanlage raus und dann kam so dieses, oh geil, Sauna, Fichtennadelaufguss bitte, ja. Ja, voll. Also hier in Chemnitz ist es auch richtig, richtig warm. Und jetzt, heute und auch gestern schon nicht ganz so schwül, aber vor ein paar Tagen, da waren auch so ein paar Tage dabei, wie du es erzählt hast. Und es erinnert mich so richtig an meine Reisen früher. Das ist so Thailand zum Beispiel oder so in den Tropen halt. Ja, wenn du mal in so einem klimatisierten Raum bist, irgendwo in der Bank oder am Flughafen oder so, dann geht es erst einmal die Tür auf und du kommst dann raus und dann bäh, trifft dich diese schwüle Hitze und dann denkst du so, what? Ey, das kann doch nicht gehen, wie soll ich jetzt hier überleben? So, also der Kontrast, der ist einfach. Das war wirklich diese Tage auch so. War ich im Supermarkt einkaufen, so, richtig schön alles runtergekühlt, geht die Tür auf, kommst raus und ich sage, so, wow, das ist wie damals in Indien, cool. Fühlt sich aber cool an. Also ich möchte es auf Dauer nicht haben. Ich habe vorhin einen LKW gesehen, da stand dran Asphaltkombi oder Asphaltkonvoi. Irgendwie die Jungs halt Straßenarbeiten heute den ganzen Tag gemacht. Und da denke ich mir, alter Schwede, von unten 70 Grad der Teer und dann von oben noch 30, 35 Grad und du bist da mittendrin. Also Hut ab vor allen, die bei so Temperaturen draußen schuften müssen. Da wird unser Bruttosozialprodukt fleißig aufgelegt hier. Also Respekt an Auf jeden Fall, aber Jungs. ich habe früher auch wie so harte Arbeit gemacht, also Möbelpacker und so. Und ganz ehrlich, ich fand den Sommer immer viel besser. Da kann man das Arbeiten aus inszenieren, weißt du, Wasser über das Gesicht und so. Ich finde, Winter ist viel anstrengender für mich zum Arbeiten. Charles, bei dir? Ich kann nur sagen, Stoner, das richtige Stichwort hast du gerade gebracht, die Arbeit inszenieren. Ich möchte jetzt hier die Arbeit erstmal mit Eiswürfeln inszenieren. Es ist allerdings ein alkoholfreies, muss ich zu meiner Schande gestehen. Der Purist runzelt gleich die Augenbrauen. Bier mit Eiswürfeln. Das machen nur Amerikaner. Das hat alles einen Grund. Ich habe hier heute am späten Nachmittag zu Hause Sport gemacht und mein Wasservorrat im Haus war leer und ich krieg Wasser geliefert und dieser Lieferant sollte um 6 kommen und der ist eben gerade gekommen. Und als ich dann mit dem Training fertig war, bin ich dann völlig verzweifelt draußen irgendwie zum Supermarkt und wollte irgendwas trinken, nur warme Getränke. Und dann habe ich mir so ein alkoholfreies Bier geholt mit Eiswürfeln. Naja. Und das ziehe ich mir jetzt rein, um meinen Durst zu stillen. Mittlerweile kam, wie gesagt, das Wasser, ist gerade eben angekommen, kurz vor der Sendung, damit es schön stressig ist. Aber was soll's. Ich meine, ich misstraue zwar ganz ehrlich so ein alkoholfreiem Bier, weil es irgendwie dann doch eine künstliche Es ist Elemente eigentlich. mit drin ist, aber grundsätzlich, Kenner wissen ja, Bier ist isotonisch, ja, das ist eigentlich ein Nein, gesundes Stoner, du Getränk. hast völlig recht. Mit jedem Schluck, den ich eigentlich davon trinke, schüttet mein Körper mehr Östrogen aus. Also, es ist eigentlich wirklich. Es fehlen jetzt nur noch vegane Würstchen. Dann kriege ich Haarausfall oder so. Naja, vielleicht sind das ja die richtigen Vibes hier für die Sendung heute, Scheiße. So, Ja. jetzt haben wir die. Mehr Östrogen wäre auch mal ein schöner Ja, ich bin ja Sendungstitel. heute auch, mein Bild ist ja heute, wie Robert gesagt hat, auf der linken Seite. Also ich bin heute der weichgespülte Charles.
Wurde aber von unserer heiligen Führung schon bemängelt, dass ihr zwei falsch sitzt. Ich muss das nachher irgendwann mal korrigieren. Oh, die Regie schaut mit, Ja, ja? die Regie Ich schaut mit, grüße. ist schon Ja, klar. Big Brother's watching you. So viel also zu den Trivialitäten. Dann lasst uns doch mal einsteigen in den Aufreger der Woche. Wir haben ja einen doch provokanten Titel, der uns aber mehr oder weniger in die Hand gelegt worden ist. Also Gefallene Engel und Dämonen ist der Titel von unserer heutigen Sendung. Und wir nehmen damit natürlich Bezug auf den letzten Verbaldurchfall eines unserer Politiker. Gar kein so ein unbedeutender Politiker, wenn ich glaube, dass Kanzler ist jetzt nicht so unbedeutend in Deutschland, oder könnte man sagen? Der hat schon Gewicht, habe ich gehört. So, dritter in der Reihenfolge, aber Das ist ja erster die nationale Abrissbirne. ungefähr. Also Vorsicht mit deinen Ausdrücken, ne? So Denunziationsgesetz, haben wir ja auch bestimmt noch zu Und ich meinte besprechen. das als Metapher bildlich gesprochen. Man könnte das so sehen. Ich sehe es natürlich nicht so. Böse Menschen würden das vielleicht so sehen. Also man könnte ja einblenden, Dauerkonjunktivsendung, weißt du so, Immer, dass ich ja. spreche immer im Konjunktiv. Und gerade wenn es um Politiker geht. Gut, Disclaimer. Aber es geht konkret, geht es um diese Schlagzeile hier: Kanzlerentgleisung, Pazifisten sind gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, muss man sich mal vorstellen. Also es war Wahlkampfveranstaltung in Bayern, da wird ja jetzt bald gewählt, der Landtag, ich glaube 10. Oktober habe ich jetzt so, irgendwann in ein paar Wochen, eineinhalb, 2 Monate. Und da war natürlich dann Wahlkampfveranstaltung der SPD auf dem Marienplatz in dem Herzen der bayerischen Landeshauptstadt. Und Herr Scholz hat gedacht, er muss da wirklich mal einen raushauen. Und ich habe hier eine Audiodatei oder vielmehr hier gibt es dann das Ganze mal zu hören, was er gesagt hat. Mit Applaus und Buhrufen wurde Olaf Scholz am Freitag in München empfangen. Der Bundeskanzler war zur Wahlkampfunterstützung der bayerischen SPD angereist. Seine Rede wurde jedoch von Protesten begleitet, unter anderem gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung. Den Ukrainern zu sagen, sie sollten einfach ihr Land erobern lassen, habe mit Friedensliebe aber nichts zu tun, sagte Scholz. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden. Tja, verhaltenes Schweigen in diesem Moment, vielleicht auch vereinzelter, zaghafter Applaus. Also das ist jetzt der Satz, der in die Geschichte eingegangen ist, weil uns Kanzler gedacht hat, er muss die Menschen, die dafür Frieden sind, als gefallene Engel bezeichnen, als Dämonen, als Teufel oder wie auch immer, hat doch die Runde gemacht in unserer Medienlandschaft. Ich weiß nicht, wie es ihr aufgenommen habt. Als ich das gehört habe, war mein erster Eindruck, den ich da hatte, oder das erste Wort, das in meinem Kopf war, Projektion. Also sprich, wenn man seine eigene Gefühlswelt nach außen projiziert, ich kann es jetzt psychologisch nicht genau erklären, was Projektion heißt, aber so, wenn man sein eigenes Wertegefüge auf andere überstülpt. Ja. Und ich glaube, der geht wirklich davon aus, dass der russische Präsident mehr oder weniger der Inkarnation des Gefallenen ist oder so. Und das projiziert er auf die anderen. Meine Küchenpsychologie hier. Küchentischpsychologie. Aber was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt? Es ist ja in meinen Augen wirklich mit Verbaldurchfall gar nicht mehr zu erklären. Karl ist von Human. Ja, Rant it, baby. ja, Rant it. was soll man dazu noch sagen? Also ich versuche es mal locker zu nehmen. Da ist ein Politiker aus meiner Sicht, jetzt Achtung, Konjunktiv wegen Zensur, man könnte vielleicht von einem Demagogen sprechen. Auf jeden Fall ist da so jemand auf seiner Wahlkampfveranstaltung und natürlich diffamiert er die politische Opposition oder die Leute, die da irgendwie im Widerstand zu dieser Politik der Bundesrepublik sind. Das ist ja jetzt keine Überraschung. Das ist zusätzlich noch eine Verbalentgleisung. Klar, hätte vielleicht auch fast bei mir sein können, aber dann wäre es ein bisschen pointierter. Was ich mich aber frage bei so einer Geschichte, hat der das spontan gesagt oder hat er das sich vorher überlegt oder wurde ihm das gescriptet? Denn dass dort irgendwelche Gegendemonstranten mit Anti-Ukraine irgendwie Bannern oder was, also jetzt Anti-Waffenlieferungsbannern rumrennen, das ist keine Überraschung. Damit konnte der im Vorwege rechnen und auch sein Wahlkampfteam. Ich glaube, dass das denen klar war, dass da solche Leute auch sein werden. Und da frage ich mich dann einfach, ist das ein gescripteter Satz? Weil ich traue dem Scholz eigentlich, ich halte ihn, wie soll ich das sagen,
So blöd müsste man jetzt schon salopp sagen, dass ich dem kaum zutraue, dass dem so ein Spruch spontan einfällt. Wobei es hat schon irgendwie emotional gewirkt, oder? Er war schon so ein bisschen aufgehypt irgendwie von den Protesten. Ah, der war schon echt angepisst. Und das ist irgendwie die Frage, die ich mir stelle. War das spontan oder nicht? Aber ich tendiere fast dazu, dass man dem so ein paar Kontersprüche schon geschrieben hat für den Fall der Fälle, dass da solche Leute sind, was er dann mal so ablassen kann. So einen Satz gescriptet als Textbaustein für seine Reden, überleg mal, was die müssen doch auch wissen, was da an Resonanz mit so Ausdrücken dann auch in ihm wohlmeinenden Lager passiert. Also die Leute mit dem Teufel persönlich zu vergleichen oder mit gefallenen Dämonen, wenn sie sagen, hey, wir wollen nicht, dass da noch mehr Leute sterben, Waffen hinschicken, wird nichts ändern jetzt da. Weißt du, was ich meine? Wenn das ein Redenschreiber ihm gibt und der sagt dann auch, oh, das ist gut, das hau ich denen jetzt dann um die Ohren, wenn die da so rumlaufen. Das wäre ja noch krasser. Das ist so eine Rhetorik, das könnte fast schon eigentlich aus einem anderen Staat stammen, den wir mal vor ein paar Jahrzehnten hatten, ne? Naja, es ist halt eher ein religiöses Narrativ und das ist auch irgendwie ein bisschen wackelig im Bild. Ja? Der gefallene Engel, der aus der Hölle steigt, warte mal, also der Engel ist aus dem Himmel gefallen und nicht aus der Hölle oder sowas. Ja? Also das ganze Bild ist auch irgendwie, finde ich, jetzt nicht so ein feines Gleichnis. Ich schätze schon eher, dass es aus einer Spontanität herauskam. Und ich meine, ich finde es höchst fragwürdig. Grundsätzlich, wenn so religiöse Narrative auf einmal in Politikfragen auftauchen, was ich plädiere immer für Vernunft und nicht solche Sachen. So, das ist, die Rhetorik taugt mir überhaupt nicht. Aber ganz grundsätzlich so, die Debatte, die ist ja nichts Neues, oder? Also gerade Robert, du wirst dich bestimmt erinnern an einen Politiker, der so in den 80ern und 90ern groß war. Und in den 80ern war, glaube ich, diese Diskussion um Heiner Geißler. Heiner Geißler, der damals gesagt hat, dass, wie war das, der Pazifismus der 30er Jahre, ist ein Zitat, das ist nicht meine Meinung. Geißler hat gesagt, der Pazifismus der 30er Jahre hätte Auschwitz erst möglich gemacht. Und das war natürlich auch ein brutaler Tiefschlag gegen sozusagen die Friedensbewegung der 80er Jahre. Und wenn ich mich recht erinnere, war das damals auch ein Riesenaufschrei und gab damals Riesengeschrei. Und er hat ja selber schon die 30er Jahre zitiert und in denen war das auch so. Damals in England die Politik gegenüber Hitler. Aber das war damals auch schon ein Riesentheater, so diese Frage, wie geht man damit um? Aufrüsten oder Pazifismus? Dass es diese Debatte gibt, das ist tatsächlich nichts Neues. Ja, ja, Heiner Geißler? Ja, ja, sag mir noch was. Haben Sie so schockiert? Nein, Heiner Geißler, sag mir noch was. Sorry, ich hätte vielleicht einen Warnhinweis geben sollen. Ich nenne jetzt gleich einen Politiker, der könnte dich vielleicht irgendwie auf seine Mitte reißen. Ich habe den noch auf dem Schirm, aber ich habe dieses Zitat und diese Debatte nicht mitgekriegt, dass er das damals, das war mir so nicht klar. Warst du noch zu jung wahrscheinlich? Oder zu wenig interessiert dafür. Ich muss echt gestehen, dass mich Politik erst ab Anfang 30 wirklich interessiert hat oder vielleicht sogar noch später. Ich bin wählen gegangen, natürlich, früher, so jetzt schimpfen wir da alle, wie, du kannst wählen gehen oder so, aber wenn man halt in diesem Staat lebt und nichts Böses meint, dann geht man wählen. Ich gebe es wirklich zu, ich habe auch grün gewählt in meinen 20er Jahren, weil das für mich die einzige Logik war, so nach dem Motto Frieden und Ökologie, was ja die Urprinzipien waren von dieser Partei. Das hat dann spätestens 99 ein Ende gefunden. Ja, das wissen wir auch mit dem unglücklichen Angriff, mit diesem, nicht unglücklich, was für ein Frevel das sozusagen, mit dem unerhörten, gegen das Völkerrecht verstoßenen Angriff auf Jugoslawien, auf Serbien, wo sich eben die Grüne Partei ganz weit nach vorne hervorgetan hat. Ich erinnere an Fischer, nie wieder Auschwitz, aber auch nie wieder Krieg, weißt du so. Und also unglaublich. Vielleicht zur Erinnerungsstütze, Robert, vielleicht erinnerst du dich an, weil du kommst auch aus Bayern, kennst du noch den bayerischen, oberbayerischen Liedermacher Hans Söllner? Mhm, ja, klar. Auch so eine Skandalnudel, ja, so ein typischer bayerischer bunter Hund, ja. Der auch immer wieder mit der Obrigkeit Stress bekommt, immer seine eigene Meinung auch hat, so ein Querdenker, hätte man früher gesagt, oh, heute vielleicht ein falsches Label. Hans Söllner, und der hat damals, glaube ich, von Geißler dann sogar ein Gerichtsverfahren an den Hals bekommen. Ich glaube, da ging es genau darum, so, dass, weil der Hans Söllner den Geißler immer so auf Konzerten halt wirklich auch derb beleidigt hat. Er wurde dann auch verurteilt dafür und hat dann auch einen Song, glaube ich, dazu geschrieben, über das Thema Geißler. Und das, so große Wellen hat das damals geschrieben. Ja.
Wahnsinn. Ja, ich erinnere mich, dass der Herr Söllner mal Stress gekriegt hat, weil er ein Hanfseil zu Hause hatte. Und die haben, ich weiß nicht, ob diese Geschichte wirklich stimmt, aber ich habe es, glaube ich, von ihm gelesen oder wo auch immer, dass man ihm daraus dann eben nachgerechnet hat, wie viel anteilsmäßig in diesem Hanfseil Drogen drin wären. Und das, ich weiß nicht, ob das eine Story war. Auf jeden Fall, den hatte man auf dem Kicker, weil das halt einer war, der auch ganz krass verbal und aktiv gegen viele Unzulänglichkeiten im Staat geschossen hat. Und den hatte man damals schon auf dem Schirm. Es ist ein bisschen ruhig geworden um ihn. Vom Söllner habe ich lange nichts wahrgenommen. Aber der ist jetzt auch schon in seinen 60ern, 70ern, oder wie alt ist der Söllner? Der dürfte ja, jetzt, wenn wir Mitte 50 sind, muss der ja schon Ende 60 sein fast oder so. Wurscht, auf jeden Fall. Es gibt ihn noch. Keine Ahnung, ja. Aber wo du gerade das Stichwort Hanf auch nennst, wo du jetzt vorhin gemeint hast, hey, wir müssen unbedingt über dieses Scholz-Zitat reden. Ich dachte ja, du meinst das Scholz-Zitat, besser gesagt, wenn man es zitiert, er wurde gefragt wegen der Drogen, der Hanffreigabe-Debatte, die ja zurzeit auch stattfindet. Und da wurde Scholz in so einer Fernsehsendung wohl gefragt, ich habe nur drüber gelesen, so, haben Sie jemals selber einen Joint geraucht? Ja, nein, nie. Und hat dann auch hinterhergelegt und auch nicht inhaliert, auch nicht dran gezogen. Scheiße, soll ich den Gag selber verhauen, weil ich war doch ein Clinton damals, der gesagt hat, ich habe dran gezogen, aber nicht inhaliert. So, ja. Also Scholz hat noch nie was angefangen, weil das ist wahrscheinlich auch etwas, was von den gefallenen Engeln kommt, und da lässt er lieber die Finger davon, Scholz. Ja, auch gerade als junger linker Student hat er ganz sicher war nie in Kreisen, wo man Joint ging. No way, ne? Ja. Damals, ja, genau. Kann er sich nicht dran erinnern, aber der ist ja sowieso für Vergesslichkeit bekannt, der gute Scholz. Der kann sich wahrscheinlich auch jetzt schon an seinen gefallenen Engelspruch nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich, ja. Ich habe vorhin erst eine Schlagzeile gesehen, wo war das denn? Gib mir nochmal die Gelegenheit, das zu suchen. Es ging um die Beliebtheit von Scholz. Ich muss da gleich nochmal in meinem ewigen Archiv hier schauen, wo das Ganze da stattfindet. Es geht ja um dieses, die Menschen sind unzufrieden, sie haben keinen Bock mehr auf diese Regierung. Es ist irgendwie überall zu sehen, dass den Menschen das echt gegen den Strich geht, was für eine Politik hier passiert. Und das erleben auch die anderen Politiker, die jetzt auf Wahlkampf sind, Özdemir und wie heißt die Grünen-Chefin in Bayern? Katharina Schulze. Das ist die mit diesen ulkigen TikTok-Videos, / dämliche TikTok-Videos, Steuergelder bei der Arbeit. Und die war mal wieder in einem Bierzelt irgendwo, was weiß ich, bayerische Provinz, Veranstaltung und so weiter, und versucht da eben gegen die Buhrufe und die Trillerpfeifen oder halt die Pfiffe und hau ab, versucht sie da irgendwie noch ihren Satz loszuwerden. Also vielleicht checken es die ja ein bisschen, dass sie mit ihrer Politik nicht unbedingt so bei allen gut ankommen. Also es ist wirklich erstaunlich, wie sie sich da auf der Bühne gegeben hat, wo ich mir echt denke, hey, wenn so viele Leute Stress haben, dann mache ich vielleicht irgendwas falsch, ne? Ja, aber ich glaube, die meisten haben diese Reflexion leider nicht oder noch nicht. Mein Eindruck ist, und das ist auch haben wir auch schon an anderer Stelle auch sehr ähnlich diskutiert, bei Medien auch, wenn die sich da wieder irgendwelche Fauxpas leisten, und da gibt es ganz viel Feedback und Leserzuschriften und Zuschauerpost und so weiter. Und natürlich schauen die sich das an. Professionelle Medienhäuser müssen dieses Feedback auch irgendwie ein bisschen verwalten. Und da bekommen die das schon mit. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Für die bestätigt das halt wiederum die Ansicht, die sie in ihrer Bubble haben. So, hey, das sind halt so die ganzen rechten Wutbürger oder wie auch immer das dann gelabelt wird. Das bestätigt die nur. Also es sorgt nicht wirklich für Reflexion. Und so eine Kommunikation miteinander, das findet halt immer weniger statt. Jetzt habe ich gefunden, was ich gesucht habe, und zwar diese Umfrage hier ganz aktuell, 14. bis 18.8. Quelle INSA, 1004 Befragte. Hier steht: Umfragedesaster für die Ampel. Würde Deutschland Ihrer Meinung nach einen Regierungswechsel gut tun? Eher ja, 64%, eher nein, 22%. Sind Sie mit Scholz zufrieden? Als Bundeskanzler zufrieden 22%, unzufrieden 70%. Ist jetzt auch eine ziemlich klare Aussage in meinen Augen. Ja, wenn zwei Drittel sagen, ein Regierungswechsel, mehr wie zwei Drittel, nee, 66, genau, fast zwei Drittel sagen Regierungswechsel, ja bitte, sehr gerne. Und Scholz nicht unbedingt, ja, weniger als ein Viertel, die
die Treue halten. Wahrscheinlich seine Stammklientel und noch ein paar Grüne vielleicht oder so. Also in meinen Augen ganz klar hier, das Volk sagt, also Leute, ihr macht irgendwas falsch hier. Mächtig falsch, ja. Wann sind denn wieder Wahlen? Nächstes Jahr? 2025. Ist jetzt die Halbzeit. Noch nicht ganz die Halbzeit. Jetzt dann, was, September, Oktober waren die Wahlen, glaube ich. Und das ist jetzt sozusagen gerade mal Midterm. In Amerika wären es ja jetzt dann die Midterm-Elections, die jetzt dran wären. Aber das gibt es bei uns nicht. Aber es gibt die Landtagswahlen. Und das sind ja dann doch auch immer gewisse Gradmesser für die Stimmung im Land. Söder versucht hier ja alles, um irgendwie seine Wähler zu mobilisieren. Große Kritik am Wahlkampf von Söder, und zwar nicht an dem Wahlkampf selber, sondern mit welchen Mitteln er arbeitet. Hat also wirklich unendlich viel Geld ausgegeben für Kugelschreiber, Baumwolltaschen, T-Shirts, Plakate, Giveaways, Dinge, die man halt unters Volk bringen kann, immer mit seinem schönen Konterfei drauf. Dabei ist dann auch noch rausgekommen, dass er also für fotografische Dienste 188.000 Euro ausgegeben hat. Ganz in der Tradition der anderen Berliner Politiker, die ja auch hier für Visagisten und Friseure viel das Geld verbunkern. Das erinnert ja fast schon an den bayerischen Märchenkönig Ludwig. Ein bisschen. Der Herr Bayern bankrott gemacht hat, damit seinen absurden Schlössern. Vielleicht ja, ist das ja Moment, Märchenkönig. Die absurden Schlösser sind eine riesen Einnahmequelle für den Freistaat und zieren sogar mittlerweile, heute. Ich finde die auch toll und weißt, da kann man ganz viel Interessantes drüber erzählen, aber zur damaligen Zeit hat der Herr Bayern wirklich an die Wand gefahren. Deswegen haben sie ihn ja auch dann entsorgt, mehr oder weniger. Ne? Also die Story um den badischen König Ludwig II., wie er im Starnberger See in Berg zu Tode gekommen ja, ist, also erregt ja heute Geschichte, noch die Menschen. Ja. Dass da ist eventuell der preußische Geheimdienst, und was auch spannend ist, der hatte schon so Hochtechnologie. Wahnsinn! Er hatte in einem seiner Schlösser das erste Stromkraftwerk der Welt, und er hatte auch so einen speziellen Schlitten mit Elektrotechnik, was es sonst alles noch gar nicht gab. Also da sollten wir echt mal eine Sendung drüber machen. Auch über die sogenannten Google-Männer, diesen Geheimbund, den es gibt, der da noch in dieser Traditionslinie von dem steht. Jetzt sind wir ein bisschen von Söder geschweift, aber... Ja, aber schöner Input, Charles, weil in der Tat, das ist für mich auch total interessant. Und das ist auch was natürlich dann die ganze Kohle auch verschluckt hat. Ey, der war ja dermaßen ausgeflippt. Die hatten eine super teure Produktion, nur für ihn. Also gab es kein Publikum, nur er und wahrscheinlich echt nur er. Also der hat da auch jetzt irgendwie von Frauen gern gemocht oder glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Der war da alleine und dann war so mit für damalige Verhältnisse absolut Hightech irgendeine Opernaufführung und so weiter. Ja. Und das sind die abgefahrensten Gimmicks dabei. Aber auch für das höfische Leben. Ich kann mich erinnern, weil wir es letzte Woche hatten, es erst von Herrn Chiemsee, wo er hier der Verfassungskonvent war. Und da ist auch das Schloss Herrn Chiemsee, auch eins von den Schlössern von Ludwig. Und dort gibt es auch so Gimmicks. Das ist so Versailles nachempfunden, dieses Schloss. Und da gibt es halt einen so einen Prunksaal, wo du dann auch so Feiern haben konntest. Und da ist es dann... Partys da, die Leute versammelt. Und dann gab es dort einen Aufzug, der war im Boden eingelassen, sodass die konnten zum gewissen Zeitpunkt dann das Licht dämmen. Und dann ist aus dem Boden direkt runter, war die große Festtafel, ein Stockwerk drunter. Dann haben die Festtafel bestückt halt mit den abgefahrensten Speisen und Tränken. Und das konnte man dann so hochfahren. Da ist dann der Boden weggegangen und dann kommt auf einmal so ein Tisch hoch. So wie bei so irgendwelchen James-Bond-Filmen aus den 60ern oder sowas. Das verschiebt sich da was. Das haben die da gehabt damals. Ich meine, ey, das war schon wirklich abgefahren. Der Grund da war aber, tatsächlich die weil Details er, mal genauer anschauen. Der, spannend. Der, ich habe bei einer Führung in Schwanstein eben mal davon gehört, dass das deswegen war, weil er dem profanen Volk nicht immer begegnen wollte. Also er wollte keine Küchenleute um sich rum haben, die ihm da den Tisch servieren, sondern er wollte eigentlich... Also doch, nur, wie Söder. Wollte nur ja, danke. In seiner Traumwelt, in seiner Fantasiewelt ja, also bleiben. Ich finde, der Vergleich zu Söder wird immer passend, aber ins Traumwelt wird das... Und überleg mal, der hat ja auch diese ganzen Ausstaffierungen, dieses Wagner... diese Wagner-Welten, die er sich da geschaffen hat, Nibelungen und was der da alles hat, das war ja eine Fantasielandschaft, die er sich da geschaffen hat und leider nur wenig wirklich ausgebaut von Neuschwanstein. Ja? Also man sieht ja
den Thronsaal und da noch was und hier noch was, und aber der Rest ist alles nur Klinkerbau. Naja, was heißt leider, weil das Ding ja letzten Endes niemals irgendeine eine Königsresidenz war. Das ist ja nur eben ein Fantasy ja sogar mal gehört, einen ganz reichen Mann. Also das ist dass, dass er eigentlich wollte, dass sogar nach seinem Tod seine Schlösser gesprengt werden. Ja, weil das sollte kein nicht irgendwie der Pöbel krass kriegen. Was aber interessant ist, Robert, du hast einen interessanten Punkt eingebracht. Er war ja auch als Mäzen praktisch der Förderer von Richard Wagner und hat Wagner nach Bayreuth geholt. Und dieser ganze Wagnerianismus, der dann entstand, das verdanken wir auch dem Ludwig. Und Wagner wiederum war aber auch dann für die deutschen Nationalen, für die Völkischen, für alles, was das Deutschtum irgendwie mystifiziert, könnte man auch fast schon sagen, Kristallisationspunkt, und hat auch ein Stück weit den Nationalsozialismus mitgeprägt, so indirekt könnte man sagen, oder gehörte zum kulturellen Milieu und Klima. Und das ist schon interessant, wenn man dann da mal so nach Bayern schaut und ins 19. Jahrhundert, wo dann eigentlich für viele Entwicklungen, die wir dann in Deutschland hatten, so die Wurzeln liegen. Und da ist der Ludwig auf jeden Fall eine der Schlüsselfiguren. Und ganz interessant, und Stoner, ich krieg schon voll Bock, mit dir vielleicht eine Sendung darüber zu machen. Deswegen lass uns hier Lust gar nicht hast. So viel Pulver verschießen für das Thema. Ja, lass uns das mal. Ich glaube, wenn wir das so im Detail angucken, da wird was Interessantes bei rumkommen. Ich habe euch aber nur eine Antwort, Charles, ganz kurz. Weil, also, das sind echt interessante Gedanken, die du da gerade verknüpfst. Da finde ich auch ein interessantes Thema. Sollten wir mal länger drüber sprechen. Ja. Ich habe euch übrigens jetzt richtig platziert, weil mir ist aufgefallen, du guckst von deiner Bildachse her jetzt ins Bild hinein, und so ist es jetzt harmonischer, und jetzt sind all die Sehgewohnheiten aller Zuschauer hoffentlich wieder erfüllt, und unsere Regie im Hintergrund kann jetzt auch wieder aufatmen. Gott sei Dank sitzt der Stoner jetzt wieder links. Ist Stoner also, jetzt wieder links? Mhm. Erstmal nur durchatmen, das ist wie ich bin bei jetzt der wieder Reise rechts nach Jerusalem, wenn du wieder auf dem Stuhl sitzt. So. Geschafft. So, ich habe aber noch was als Nachtrag von letzte Woche, weil wir doch über den Chiemsee gesprochen haben. Mhm. Herrn Chiemsee ist doch auch eines der großen Schlösser von dem Ludwig II. Gewesen. Und das ist schon, da muss ich schon sagen, das ist schon eine Nummer. Also wer einmal Herrn Chiemsee gesehen hat, diesen Spiegelsaal, der ja Versailles nachgebaut worden ist, das ist schon richtig geil. Also da muss ich sagen, schön, dass das gibt. Und ich wollte euch noch kurz ein paar Bilder, die ich neulich gemacht habe, weil ich habe euch doch erzählt, ich war eingeladen auf einem Geburtstag am Chiemsee, und Donner, du hast gesagt, 1000-jähriger Baum und so, ne? Ach ja. Ja, genau. Und ich habe ihn tatsächlich gesehen, diesen Baum, und zwar hier seht ihr ihn alle. Das ist die 1000-jährige Linde, die da auf der Fraueninsel steht. Und das ist auch wirklich ein Foto, das ich selber gemacht habe hier. Also sie steht ungefähr da, das da. Hier drin müsst ihr euch vorstellen, das Fraueninsel. Hier drin, das ist die höchste Erhebung. Und es gibt einen kurzen Text dazu, den ich vielleicht mal kurz einblende. Die Tassilo-Linde, Marienlinde auf der Fraueninsel, steht hier eben auf 520 Meter Höhe. Bedeutendsten Eltenbäume, Tassilo-Linde, daneben dran die Marienlinde, gegründet Kloster, circa 200 Jahre, also es steht jetzt nicht drin, dass das Ding wirklich 1000 Jahre alt ist, aber es ist ein wirklich alter Kultort, oder nicht Kultort, sondern schon was Bedeutendes, und wir haben den umarmt, also ich bin da hingegangen und habe erstmal dicke, fette Umarmung von diesem Wesen abgeholt, das musste ich mir dann schon antun. Wenn du dir vorstellst, da stehen 1000 Jahre lebendige Materie da. Ja? 1000 Jahre, wo sind wir denn jetzt da? 2023, 1023, bitteschön, was hatten wir denn da für eine Gesellschaft hier in Deutschland? 1023, ich bräuchte Aufklärung. Also es ist arschweit weg, und dieses Baumwesen ist immer noch da. Also faszinierend, wirklich. Ja, großartig. Das freut mich so sehr, Robert, dass du das hier zeigst. Ich habe ja letzte Woche schon davon geschwärmt, von der Fraueninsel, so, die für mich so eine starke Energie hat, eben auch dieses weibliche, Fruchtbarkeit, Gärten, dieser Baum. Und ja, weil du sagst, vor 1000 Jahren, wie war es wohl? Ja, da sind wir gerade so am Anfang, hohes Mittelalter. Aber eben diese Insel hier, Frauenchiemsee, war damals schon ein Kloster drauf, weil das eben ein ganz alter Kraftort ist, der bestimmt auch in bisschen vorchristliche Zeiten zurückreicht, ohne dass ich jetzt wüsste, dass man da archäologisch irgendwas gefunden hat. Ich weiß auch nicht, ob man jemals gegraben hat, aber da
Das ist ein alter Ort. Ich war früher schon mal auf der Fraueninsel, ich glaube das zweite oder dritte Mal. Und mir ist da jetzt erst bewusst geworden, wie viele Leute da eigentlich leben. Das ist wirklich eine kleine Siedlung. Also hier links auf der Südseite ist dieses berühmte Kloster. Und dann gibt es hier eben da auf der Nordseite, gibt's auch, es gibt so ein bisschen Beef zwischen den einzelnen Insulanern, habe ich gehört. Also dass da Ober- und Unterdorf so ein bisschen miteinander so... Ja, wie überall. Also Beef auf der Fraueninsel. Die Kumpels, die da dabei waren, diese Geburtstagsgesellschaft, die sind da ja öfters, die sind von da, die sind auch mit dem Schiff gekommen, mit dem Segelboot und haben da angelegt. Und also wirklich dachte ich mir, ach, wie idyllisch das da ist. Naja, die haben schon auch ein bisschen Zoff miteinander. Aber überlegt euch mal, wenn du auf so einer Insel sitzt, also auf der einen Seite, du hast jeden Tag tausende Touristen bei deinem Garten, die vorbeilaufen. Das muss man natürlich wollen. Ich meine, die Leute, die auf Sylt wohnen oder St. Peter-Ording, die kennen das auch, ja. Aber auf so einer Insel leben, das hätte schon was. Also die ein oder andere Bleibe da, die hätte mir auch getaugt, ja. Ja, schönes Bild übrigens hier, so diese Aufnahme. Es wäre echt der Kontrast, wäre so schön, wenn wir sowas jetzt auch noch hätten von der Herreninsel, weil dabei würde man sehen, das ist ganz anders strukturiert. Das ist eben dominiert von diesem Schloss Herrenchiemsee und dann auch der Garten, der dort angelegt ist, alle strenge Linien und so weiter. Siehst du echt auch, könnte man auch sagen, diesen Unterschied, männlich, weiblich, Yin, Yang, Herreninsel, Fraueninsel. Wir können doch. Da frage ich mich, ist das so dann natürlich gewachsen aufgrund der unterschiedlichen Energien oder hat man das bewusst von der Symbolik so angelegt? Ich denke, das ist so gewachsen. Ich meine, wie gesagt, diese Baum ist schon 1000 Jahre, es war vor 1000 Jahren auch schon so, da war das die Fraueninsel, deswegen Marieninsel und so weiter. Also hier, weil wir doch hier einen Bildungscharakter haben hier. Also wir sind hier, Bayerisches Meer, ne? Hier unten, hier Chiemsee, da oben ist München. Nicht weit weg, ungefähr knappe 40, 45 Minuten weg ist der Chiemsee. Und die kleine Insel, von der ich erzählt habe, das ist die hier. Das ist die Fraueninsel. Hier seht ihr diese Linde und so weiter. Und ganz weiter unten, Krautinsel, die kennt ich jetzt nicht. Da gibt es nicht viel, glaube ich, weil es nur Kraut gibt. Da wohnen die Kiffer. Und das ist die Herrenchiemsee-Insel. Und da gibt es dann eben dieses schöne Schlösschen von dem König Ludwig. Und das muss man schon auch mal sehen. Mal gucken, ob ich jetzt hier so halte. Nein, ich muss hier die Satellitenansicht einschalten. Dann kann man nämlich, glaube ich, auch dreidimensional hier drüber fliegen. Yes, so, schau mal. Jetzt können wir hier so einen Anflug machen. Also angelegt wie in Versailles. Der hat da ja, so lange Achsen und so, genau. So ja. Einen Kanal. Es gibt auch diese Achse, wie du es zeigst, hier zum Wasser hin. Genau. Ja, das war, wo der König selbst oder die Gehobenen dann direkt den Zugang hatten. So. Den großen Kanal. Und dann hat er eben hier so einen Garten anlegen lassen. Und hier drin. Auch im Versailles-Stil, wie halt, wer jemals in Versailles war, die haben doch da auch diesen endlos großen Garten, so, wo alles piekfein ist, so diese Barockgartenanlagen. Das ist auch dieser groteske, eigentlich war ja gar kein Barock mehr, aber er war halt, das hat halt ihm getaugt, er musste halt wie Versailles haben. Und ja, okay, die Insel ist insgesamt natürlich schon sehr groß, aber was man sieht, so diese Ludwig-Bauten, das ist halt dann so eine klare Linie, so eine klare Achsen, alles ist geplant, alles ist auf einen Grundriss gemacht, während du auf der Fraueninsel dann schon eben dieses Gewachsene hast. Also war auch vor allem das Fußgänger auch mein Eindruck, so diese ganzen Gärten und Obstbäume überall. Ein Obstbaum, den würdest du hier nicht finden. Hier sind also irgendwelche edlen Zierpflanzen dort in dem Park. Ich merke, dass das Thema mehr hergibt. Lasst uns das auf eine andere Situation verschieben. Es ist das jetzt so oberflächlich, da hier nur über Herrn Chiemsee wegzufliegen, ist fast ein bisschen zu profan, muss ich ehrlich sagen. Lasst uns da mal beim nächsten Mal ein bisschen tiefer einsteigen, mit Vorbereiten und ein bisschen Recherche. Aber nur so ein kleiner Gimmick am Rande. Auf dem Fährschiff rüber zur Fraueninsel stand drauf, ja, wie viel ein Fahrrad kostet. Das kostet 3 Euro zum Mitnehmen. Ein E-Bike kostet 8 Euro zum Mitnehmen. Auf der Insel Fahrradfahren verboten. Und ich so, finde den Fehler, wie was, also wieso nehme ich dann ein Fahrrad mit auf die Insel, wenn ich es nur schieben kann? Also das habe ich nicht ganz verstanden. Weil du mit manchen von diesen Booten sozusagen nur via diese Inseln fährst. Du steigst an einem Ort am Chiemsee ein, fährst via die Inseln, kannst dort rein und aussteigen. Okay. Aber das Boot fährt dann auch auf die andere Seeseite und da kannst du nicht aussteigen. Okay, verstehe. Also ich dachte mir schon, warum, ja okay, das ist ja auch ein Fährbetrieb jetzt, okay. Für Landmenschen ist das natürlich jetzt viel zu weit weg. Okay, danke für diese Aufklärung. Wieder was gelernt. Der Rat von ihrer oberbayerischen Schifffahrtsgesellschaft. Gern geschehen. Captain Stoner. Ja. Ich habe ja einen Motorbootschein gemacht vor 2 Jahren. Ich habe ihn aber bloß noch nie eingesetzt. Also insofern, mal gucken.
Ja, dann, was gibt es noch für Themen? Also ich habe hier noch einiges anzubieten. Wir könnten, wo fangen wir an? Die Leute fragen sich schon, was ich zur Mondlandung halte, zur nicht geglückten Mondlandung. Vielleicht können wir das nachher noch aufschieben. Mir geht es eher um was anderes. Und zwar, ihr beiden könnt den jetzt schon sehen, diesen Artikel, die Zuschauer noch nicht. Ich möchte kurz noch einen Satz dazu ausholen. Ein Gesetz oder vielmehr eine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen darf, ja, so eine Eigenschaft in uns Deutschen ist es, nee, anders noch, ich mache es einfach so, ich blende es jetzt ein, darum geht es, um die Rückkehr des Denunziantentums, um das als, ich weiß nicht, ob das als Gesetz jetzt durchgedrückt werden soll. Im deutschen Staat soll es jetzt also möglich sein, dass Arbeitnehmer andere Kollegen, Kolleginnen anschwärzen können, ohne dass sie selber dafür dann quasi enttarnt werden dürfen. Also es soll anonyme Hinweisgeber geben, wenn die Demokratie in Gefahr ist, wenn hier irgendwelche extremistischen Tendenzen erkennbar sein sollen, dann dürfen, / sollen Bürger und Arbeitnehmer und also beides dann eben hier sagen, Chef, ich weiß was, da der Müller Hansi, das ist ja ganz schlimmer. Der hat gegen die Impfung geschimpft und ich glaube, der wählt auch AfD. Weißt du, so in diese Richtung. Und eigentlich mag ich seine Frau auch ganz gern. Mhm. Deswegen. Boah, Curveball, aber das ist ja oft so, ja, dass dann eben private Dinge sich damit vermischen. Ja. Wisst ihr, was ich so schlimm daran finde? Wirklich schlimm und was mich auch wirklich persönlich traurig macht. Wenn ein Staat, der sich mehr und mehr in so eine totalitäre Richtung entwickelt, ja, solche Gesetze verabschiedet oder solche Sachen plant, das ist ja nicht überraschend. Passt ja zu so einem System, was extremer wird. Das ist schön und gut, das können die da oben ja so versuchen. Was mich so traurig macht, ist, das trifft in der deutschen Gesellschaft auf fruchtbaren Boden. Es könnte ja auch so sein, die machen sowas und alle sagen, ey, was soll die Scheiße, das boykottiere ich, mache ich nicht, würde ich niemals machen. Aber ich könnte wetten, es gibt ganz viele, die sagen, endlich so geil und das macht mich eigentlich traurig, dass sowas von oben kommt. Okay, ey, versuch das doch so. Ich würde es nicht machen. Bei mir würde das, wäre es Jacke wie Hose, ob die sowas irgendwie in die Welt setzen. Aber es gibt ganz viele in unserer Gesellschaft, die feiern das. Die machen das gerne. Und das ist ja eigentlich der Skandal. Der eigentliche Skandal hinter dem Skandal, dass unsere Herrschenden sowas versuchen, aber es ist doch traurig. Volle Zustimmung, Charles. Genauso sehe ich es auch. Dass Herrschende sowas machen, ja, geschenkt. Aber wo ist denn unsere bürgerlichen Werte hin? Die auch eben so diese Freiheitsgedanken tragen. Der Respekt vor dem Bürgertum. Denunziantentum, allein das Wort Denunziant hat bei uns einen sehr negativen Klang. Und zumindest meine Generation noch. Ja. Da denke ich an das venezianische die Staatsinquisition. Denke ich an die Bocca di Leone im alten Venedig. Diese Löwenmäule heißt das Wortwort. Das sind so Löwengesichter aus Stein. Das waren so Schlitze drin, wo das Maul ist. Und hast du deine Denunziationen reingesteckt. Und das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir in einer aufgeklärten europäischen Bürgergesellschaft haben sollten. Ja? Sowas wie Denunziantentum dürfte doch da überhaupt keinen Platz haben bei uns. Und genauso sehe ich es auch, Charles. Das macht mich viel, beunruhigt mich viel mehr, dass da nicht einfach viel mehr Empörung kommt und sagt, hey, das wollen wir nicht haben. So. Das ist entgegen eigentlich unseren Werten. So. Aber ja, diese oft und viel zitierten Werte, bei einigen sind die ganz schön verschüttet. Ja? Aber jetzt stell dir mal vor, ich meine, uns wird es bei Nuviso nicht passieren, ja. Aber jetzt stell dir vor, du arbeitest in irgendeiner Firma. Ich denke jetzt an Arbeitgeber, wie ich sie früher hatte, so ein Großraumbüro, wo ich dann einen Computerarbeitsplatz habe. Und du bist noch nicht mal betroffen. Es ist dein Kumpel, der neben dir sitzt, mit dem du da, mit deinem Arbeitskollegen, mit dem du da in der Pause eine rauchst oder so, ne? Und der kommt dann irgendwie und sagt, ja, war gerade beim Chef, wurde dahin zitiert oder so, ne? Und da ist irgendwas im Raum, irgendeiner hat da irgendwas gemeldet, ich weiß gar nicht jetzt wer, weil das wird mir ja auch nicht gesagt. Was wäre das für ein Gefühl? Da würde der mir unendlich leid tun. Ich würde denken, denkt der jetzt, dass ich das war, weil ich neben ihm sitze? Der denkt, wem misstraut er? Also
Was schafft man für ein Klima? Was züchten wir uns für eine Situation heran? Richtig. Und wir reden ja nicht davon, dass es nicht darum, also es geht ja nicht darum, ernsthafte Missstände anzuzeigen. Das kannst du ja jetzt auch schon und solltest du machen, egal wo, also wo du wirkst. Wenn du irgendwo von ernsten Missständen oder gar kriminellen Dingen erfährst, dann kannst du es selbstverständlich zur Anzeige bringen. Hier ist ja das Neue anonym, ohne dass du irgendwie dich dafür auch dann dafür gerade stehen musst, dass du sagst, hey, hier habe ich was gesehen. Ne? Anonym, es ist unverbindlich, es wird dann nur auf Verdacht passiert. Das ist ja das Neue. Das ist eh klar, dass ein gerade auf Arbeit, dass ein Arbeitnehmer gestärkt werden sollte, wenn er auf Missstände hinweist. Das ist ein anderes Thema. Aber hier geht es ja wirklich um dieses anonyme Denunzieren. Und vor allem, wer definiert, was denn ein Missstand ist in unserer Gesellschaft, die so zerrissen ist wie jetzt seit den letzten 3 Jahren? Wer sagt denn, was ist eigentlich hier eine quasi falsche Meinung, die man hat? Ich lese mal kurz vor, was in diesem kurzen Text steht, bevor dann die Bezahlschranke kommt. Es geht um das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz. Also Hinweisgeberschutzgesetz. Es geht um den Schutz des Denunzianten, um es mal in deutsche Worte zu packen. Ja? Das Hinweisgeberschutzgesetz der Ampel verpflichtet Firmen, Meldestellen für Straftaten einzurichten. Informanten dürfen anonym bleiben. Falschmeldungen bleiben straflos. Unser Autor ist Historiker und warnt vor einer Vergiftung des sozialen Klimas, wie man sie von Unrechtsstaaten kennt. Also wir haben ja hier auch, das ist ja eine Meinung, okay, hier, das ist eine Meinung von der Welt. Das ist ja schon mal beachtlich. Immerhin. Ne? Ja, ja. Und hier steht, in Deutschland wird derzeit ein neues Meldesystem für Straftaten aufgebaut. Rund 90.000 Unternehmen und tausende öffentliche Einrichtungen müssen seit Juli sogenannte Meldestellen einrichten. Wer dies versäumt, dem droht eine Geldbuße von bis zu 20.000. Also der Staat zwingt die Unternehmen und die ganzen Einrichtungen, dass sie das jetzt so... Wer ist bei euch der Meldebeauftragte? Also ich melde mich jetzt hiermit freiwillig bei Nuviso. Und jetzt, pass auf, kurz noch fertig gelesen. Hinzu kommen sogenannte externe Meldestellen, die Bund- und länderübergreifend betreiben. Die genannten Stellen sollen nicht nur Meldungen entgegennehmen, sondern auch Untersuchungen durchführen. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit entsteht auf diese Weise ein neuer, riesiger Ermittlungsapparat, der weder im Grundgesetz noch in den Verfassungen der Länder vorgesehen ist. Vorgeschrieben wird all dies durch das unlängst in Kraft getretene Hinweisgeberschutzgesetz. Also, der letzte Satz eben, es braucht es nicht, weil wir haben ja schon Gesetze und Grundgesetz, was solche Dinge regelt. Ja. Das, was hier kommt, ist was Neues. Ja. Anonym, du musst nicht dafür gerade stehen, du kannst auch Falschmeldungen haben auch keine Konsequenz, du kannst es öfter machen, kannst immer wieder Leute anschwärzen. Es ist ein großer bürokratischer Aufwand, weil, das war jetzt hier nicht klar, aber es betrifft auch kleine Unternehmen, oder? Es betrifft jetzt auch welche, die nur 5 Mitarbeiter haben oder so, ja? Die müssen auch eine solche Meldestelle irgendwie einrichten, wie auch immer das sich darstellen soll. Ich sehe hier einen ausufernden Staat, der offensichtlich, sowas funktioniert auch nur in Deutschland, vielleicht auch in anderen Ländern, aber in dieser Ausprägung hier ist es schon sehr massiv. Ich erinnere an so unselige Zeiten wie DDR. Ja, also da gab es ja dann auch die Menschen, die im Osten aufgewachsen sind und die schon eben das alles mitgekriegt haben, von der Mauer bis zum Fall und so weiter, also ältere Semester, was das wohl für eine Stimmung war im Land, wenn man nicht mal wusste, ob die eigene Familie wirklich zu einem hält. Wie viele Stasi-Akten hat man denn vernichtet, um diese ganzen Beweise sozusagen aus der Welt zu schaffen? Und ist da nicht eine Behörde namens Gauck-Behörde heute noch damit beschäftigt, all diese ganzen ehemaligen Spitzel irgendwie zu rekonstruieren und so weiter? Also was ist es, Frage an euch und vielleicht auch alle, die den Gedanken jetzt gerade wahrnehmen, wieso haben das wir so in unserer DNA drin, dass wir so teils gehässige oder bösartig auf andere herabgucken und so, dir kann ich das nicht und dich schwärze ich jetzt an, Herr Lehrer, ich weiß was. Was ist das? Das ist nicht in unserer DNA. Wir haben der Deutsche, so, ich meine, das will ich jetzt gar nicht genetisch festmachen, den Deutschen, ne? Aber jetzt so der Mensch in unserer deutschen Kultur, ja, wo auch immer er dann seine Wurzeln mal hatte, aber so, ne? Der lebt einfach in einer schwierigen Gesellschaft. Also schauen wir ins Mittelalter oder so, es gab viele Zeiten, da waren wir hier sehr frei. Die Menschen waren bestimmt nicht so drauf, aber es entstand, würde ich sagen, spätestens im 18. Jahrhundert so ein Obrigkeitsstaat. Und das hat sich, und das Preußentum und die DDR und das Dritte Reich und dieser Hang zur Bürokratie und deutscher Ordentlichkeit und die Industrialisierung, wo wir durchgetaktet wurden in den Fabriken. Also es gibt so viele Faktoren, auch die steigende Bevölkerungszahl. Wir sind ja unheimlich viele Menschen auf engem Raum.
die aus meiner Sicht irgendwie zu diesem Gesamtklima beitragen. Und wir sind wie so Tiere in einer Legebatterie. Hühner greifen sich untereinander normalerweise auch nicht an und in so Legebatterien hacken die sich irgendwie tot und sind aggressiv und feindselig. Ich glaube, wir sind einfach Gefangene in einem menschenfeindlichen System. Also oder in einer Umwelt, die nicht natürlich für uns ist. Und das sind alles Auswüchse davon. Ich kann mit den Gedanken was anfangen und da ist auch bestimmt was dran. Es ist nur so, ich habe irgendwann dieses Jahr eine Doku gesehen, da ging es um die Hexenverfolgungen, die Hexenverbrennungen da in dieser Zeit. Nicht Mittelalter, sondern frühe Neuzeit oder wann das war. Gell? Stoner, verbessere mich, wenn ich da falsch liege. Und von 60.000 Menschen, die da im Mittelalter verbrannt wurden, gequält, gefoltert wurden. Ja, frühe Neuzeit. Frühe Neuzeit. Das ist noch richtig gesagt worden. Frühe Neuzeit, ja. Da waren 25.000 davon in Deutschland. Kein Volk hat so viele Scheiterhaufen angezündet wie wir oder unsere Vorfahren. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und da war ein Beispiel von Bamberg. Da ging es so weit, dass da irgendein Kirchenfürst angefangen hat, diese beschuldigten Menschen, da hat halt irgendjemand gesagt, das da ist eine Hexe. Dann wurde dieser Mensch oder diese Frau wurde da gefoltert und sie hat gesagt, du musst jetzt 6 Namen sagen. Und unter Schmerzen, unter Foltern hat die Frau natürlich irgendwelche 6 Namen gesagt. Dann hat man die 6 Leute geholt, die wurden wieder gefoltert, die mussten wieder 6 Leute Namen sagen. Und da war das wie so eine negative Pyramide, so ein Schneeballsystem, ein blutiges Schneeballsystem. Das ging so weit, dass der Fürst diesen Kirchenmenschen irgendwann abgelöst hat. Also die nächsthöhere Instanz hat dann die Stadtverwaltung abgelöst, weil die gesehen haben, die drehen total durch, die sind in einen totalen Blutrausch gekommen, die haben jeden Tag Dutzende Menschen mehr oder weniger jetzt gefoltert aber, und umgebracht. Warte, lass mich den Gedanken kurz fertig denken. Ich habe das gehört und habe echt gedacht so, warum? Wenn wir doch gleichzeitig aber auch so viel Großartiges, so viel großartige Menschen hervorgebracht haben, wie Einstein, wie Bohr, wie Siemens, Bosch, Röntgen, Heisenberg, Nietzsche, Kant, Goethe, Schiller, die ganzen großen, Fleischhauer. Weißt du, Fleischhauer, ganz wichtig, Fleischhauer, ne, so. Also versteht ihr den inneren, dieses Fragezeichen, das ich da habe? Warum ist auf der einen Seite so viel Schaffenskraft da und auf der anderen Seite, wie konnte Treblinka passieren? Naja, also sehr zum einen, wo Licht ist, ist Schatten. Grundsätzlich, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Ganz einfach mal, Bauernweisheit. Jetzt muss man sagen, zu den Hexenverfolgungen, Deutschland war natürlich auch der größte Staat in Europa in dieser Zeit. Und ich glaube, dass es auch viel mit der Reformation und mit der konfessionellen Spaltung in Deutschland zu tun hatte, dass ein religiöser Fanatismus in der Zeit hier besonders stark war. Und zum Thema, wie soll ich das sagen, es gibt auch andere Völker, wo es solche Phasen gab. Ich meine, Paris, denken wir an Frankreich. Während der Französischen Revolution gab es den großen Terror in Paris, viel Denunziantentum. Ja. Die Sowjetunion unter Stalin, auch Denunziantentum und Massenmord bis zum Gehtnichtmehr. Also es ist eher so ein Phänomen des Totalitarismus und wir Deutschen sind vielleicht für den Totalitarismus scheinbar irgendwie besonders anfällig. Ja, da würde ich auch mitgehen. Andere auch. Schwierig auch gegeneinander abzuwägen. Ich finde auch schlimmer, also dass die Dinge in der Vergangenheit passieren sind, können wir ja nicht mehr ändern. Aber was die Tragik ist ja, dass sie sich ja zu wiederholen drohen. Dass die Entwicklungen irgendwie in diese Richtung gehen, dass man merkt, okay, hierzulande hat keiner draus gelernt. Und es kommt ja immer aus seiner Haltung heraus, wir oder ich sind die Guten. Wenn ich mich oder meine Gruppe als die Guten definiere, dann brauche ich auch gegenüber die Bösen. Und die Bösen kann man bekämpfen. Die muss man sogar bekämpfen. Das ist ja fast schon deine ritterliche Pflicht als Guter. Und das ist eben dieses einseitige, man könnte jetzt schon fast sagen, so profan-gnostische Denken, diese Einteilung in Gut und Böse, dieses Schubladendenken. Und da ist unser Politsystem ja ganz groß drin, die Menschen in diese Richtung zu manipulieren, zu definieren, was gut ist, was gesellschaftlicher Konsens ist. Und wenn man dem anhängt, der Sekte, sage ich mal, dann gehört man zu den Guten. Und dann ist es ja auch schon fast die Pflicht des Guten, den Bösen zu denunzieren. Der hat da ja vielleicht irgendwie Querdenkerkram gepostet oder was weiß ich was. Er war impfkritisch, der ist ja unsolidarisch. Das ist die Tücke und das funktioniert halt auch nur, weil die Menschen scheinbar unmündig sind. Würden die Menschen irgendwie von ihren Verstandeskräften mehr Gebrauch machen und vielleicht auch charakterlich gefestigter sein oder einen eigenen Kompass haben, der entscheidet, was für sie gut und böse ist oder sich da irgendwo in der Mitte ausrichten,
wäre das ja auch alles nicht möglich. Das ist ja irgendwie so die Tragödie, dass das Kollektivbewusstsein immer auf so einer niedrigen Frequenz schwingt und dann wiederum auch immer wieder unten gehalten wird, ja auch durch Massentrauma. Ich meine, jetzt gucken wir mal die Ukraine an, beispielsweise. Keine Ahnung, welchem kollektiven Bewusstseinsstand dieses Volk war, aber denen wird jetzt geopolitisch so ein Krieg aufgedrückt und da werden ganz viele Menschen traumatisiert. Also die werden noch in 100 Jahren damit zu tun haben. Die Russen genauso und wir vielleicht ja auch noch, wenn wir da reingezogen werden. Also passieren ja immer Ereignisse, die ja auch teilweise gemacht sind und die immer uns beschäftigt halten und unten halten und verhindern, dass so eine kritische Menge aus meiner Sicht so einen Bewusstseinssprung macht. Ja, interessante Gedanken, Charles, die du da bringst. Aber ich möchte nochmal so diese Frage von, wie sie Robert formuliert hat, aufgreifen, weil die Frage echt interessant ist und ich da auch schon oft drüber nachgedacht habe, so, wie geht es Hand in Hand? Zum einen Deutschland, ich sehe dann Deutschland schon noch größer, vielleicht also Europa, also ja, Abendland oder sowas. Wir geht zum einen haben wir solche Phasen in unserer Geschichte wie Hexenverfolgung, wie Diktaturen, wie krasse Kriege und so weiter. Auf der anderen Seite ist es das Land der Dichter und Denker und wo so viel Philosophie rauskam, so viel Modernisierung. Man könnte auch Leute wie einen Bismarck reinschmeißen, Sozialsysteme und so weiter. Wie geht das zusammen? Und ich schätze mal, dass beides irgendwo vielleicht eine ähnliche Ursache hat. Ich kann jetzt auch keine einfache Antwort geben natürlich auf diese Frage, aber was eh schon auch von euch kam, einer hat ja gesagt, wir leben halt sehr eng zusammen. Tatsächlich glaube ich, dass Europa mit die älteste urbane Gesellschaft oder die ältesten urbanen Gesellschaften auf der Welt hat. Ich meine, es gab in anderen Ländern auch große Städte, aber meistens ist dann sehr zentralistisch ein so ein Moloch. Aber gerade weil wir auch das Mittelalter angesprochen haben, im Mittelalter, da wurden so viele neue Städte gegründet und in diesen Städten ging es dann immer darum, als Gemeinwohl, wie können wir das gemeinsame Leben auf engem Raum, wie können wir das gestalten? Und da ist es immer dann so, gibt es halt diese zwei Strömungen, zum einen autoritär Regeln durchdrücken und zum anderen gibt es aber immer auch dieses, und das ist eben in diesen Städten entstanden, dieses Bürgertum, wo dann auch diese Idee kommt von einer aufgeklärten Gesellschaft, von einer freien Gesellschaft, wo du als Bürger Rechte hast, wo wir das auf zivilisierte Art und Weise klären, das miteinander. Diese Möglichkeiten gab es immer und deswegen, wie wir auch in das Thema gekommen sind, finde ich das so interessant, wie es Charles auch gesagt hat, so der Skandal ist, dass das Bürgertum, dass die Menschen nicht darauf reagieren. Denn dass es so einen Autoritismus gibt, klar, Politiker würden oder manche würden den ganz gerne haben, aber einer unserer abendländischen europäischen Werte oder diese Werte sind eben auch Freiheitsrechte, die wir schützen müssen. Und das ist auch entstanden in den Städten. Beides ist irgendwie in den Städten entstanden. Der Stress vielleicht durch enges Zusammenleben, Nachbarschaftsstreit und so weiter. Wobei, hey, das ist in anderen Ländern, habe ich das auch ganz krass gesehen. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir eben auf engen Raum miteinander leben. Und das hat sowohl das Gute als auch, also es bringt manchmal Gutes hervor, vernünftig, hey, wie können wir Lösungen finden? Aber es bringt halt, ist halt auch anfällig vielleicht für so Massenpsychosen, wie wir zum Beispiel bei der Hexenverfolgung gesehen haben. Die Leute, ich glaube auch, dass das Arbeitsklima in vielen Firmen in den letzten Jahrzehnten echt unerträglich geworden ist. Also wenn ich mir Geschichten anhöre von meinem Großvater oder von meinem Vater, wie von der Arbeit so, dann klingt das manchmal so, als wäre das im Ausland passiert. Also mein Opa war ein Vermessungsingenieur, der hat im Vermessungsamt in Hamburg gearbeitet und der hatte einen Aktenschrank mit ganz vielen Akten und in einer Akte war immer eine Flasche Korn. Und das war irgendwie ganz normal, dass immer mal irgendein Kollege oder sein Chef oder so vorbeikam und dann haben die da Korn getrunken. Das sind so Sachen und man hat überall geraucht. Es war ja, es scheint häufig früher irgendwie auf der Arbeit so ein bisschen lockerer und humaner zugegangen zu sein. Also heute darfst du ja wahrscheinlich in vielen Firmen nicht mal mehr Fleisch essen, aber so gefühlt, ne? Also ich glaube einfach, dass so Kontrollmechanismen, dass man Menschen beobachtet, überwacht, kontrolliert, durchtaktet, das hat einfach zugenommen und auch das Tempo, die Geschwindigkeit der Gesellschaft hat zugenommen. Früher hast du in einem Büro oder einer Behörde gearbeitet, dann hast du Briefe getippt und verschickt. Heute kriegst du jeden Tag 100 E-Mails und es wird erwartet, dass die eigentlich per sofort beantwortet sind. Wir sind total schnelllebig, alles ist hektisch, durchkontrolliert, überwacht, pipapo bis zum geht nicht mehr. Ist doch klar, dass diese Leute alle völlig frustriert sind, mit einem hohen Aggressionspegel rumrennen, nicht mehr unangenehm werden und das dann auch so ein Denunziantentum für viele ein Ventil ist.
Also das meinte ich auch mit irgendwie unnatürlichen Lebensweisen. Also wir werden ja mehr und mehr von so einem Überwachungssystem absorbiert. Es gibt einfach viele Freiheiten nicht mehr. Du gehst da einmal in den Wald, machst ein Lagerfeuer, irgendwie das Ordnungsamt ist schneller da als der Waldbrand. Das ist, mir geht's so. In anderen Ländern habe ich mehr Freiheit erlebt. Die sind dann oft wirtschaftlich weniger entwickelt. Aber also dieses Durchorganisierte der Deutschen, das glaube ich, macht uns krank. An jedem Aber das ist, glaube ich, genau diese Konsequenz aus dieser städtischen Kultur. Wir haben in so vielen die ältesten Regeln, weißt du, Brandschutzverordnungen. Wo ist das denn hergekommen? Aus diesen Städten. Und das hat das oft einen praktischen Grund, weil halt Brände super gefährlich sind. Also Brandschutzverordnungen. Wenn du einen Betrieb hast, der mit hohen Temperaturen arbeitet, Schmiede beispielsweise, dann da warst du am Stadtrand, möglicherweise schon mit halb zur Stadtmauer raus. Also solche Ideen. Selbst bei, das habe ich auch mal vor 2-3 Jahren oder sowas recherchiert gehabt. Selbst bei sowas wie Umweltschutz, die erste Forstordnung, also so, dass du aufpflanzen ja, Reinheitsgebot für Bier. Reinheitsgebot für Bier, genau. Das sind alles alte Sachen. Die kommen deshalb aus Deutschland und sind deshalb so alt, weil die Leute eben auf engem Raum zusammenleben und dann man eben so das irgendwie organisieren muss. Und tatsächlich, die negative Seite davon ist, was auch ganz typisch deutsch ist, ist halt dann so dieses Bürokratische, dieses Überregulierende und auch Beamte oder Politiker, die auch glauben, dass sie überregulieren müssen. So. Das ist die Kehrseite davon. Ja. Aber vieles von diesen Regeln, das hat halt dann auch echt seinen Grund, weil wir eben in diesen urbanen Gesellschaften schon seit dem Mittelalter leben. Ich habe jetzt auf meine Frage gerade ein paar Antworten rausgehört. Das muss ich jetzt mal versuchen aufzudröseln in meinem Hirn. Zum einen, solche Dinge passieren nicht nur in Deutschland. So was im Dritten Reich passiert ist, so DDR. Ich möchte nur an Pol Pot erinnern, die Roten Khmer in Kambodscha. Da wurde jeder umgebracht, der einfach eine Brille hatte. Ja. Oder jetzt auch in Chile diese ganzen, oder in Südamerika diese Diktaturen, die es da gab. Da haben die Oppositionellen oder die Regimekritiker, die wurden in ein Transportflugzeug gesteckt, die sind aufs Meer rausgeflogen und sind ohne die zurückgekommen. Die haben die einfach aus 1000, 2000 Meter Höhe über Meer abgeschmissen. Oder Mao Zedong, wie viel waren das? 45 Millionen, Stalin und so weiter und so fort. Also es gibt auf Burundi, Hutu, Tutsi, ne? Dieses Massaker da unten. Also wenn wir gucken, ja, ich gebe euch recht, das gibt es auf der ganzen Welt, aber in uns steckt vielleicht auch dieser Beamte, der dann eben auch in der im totalitären System das unglaublich perfide macht. Ich erinnere nur an diese unsäglichen Verweilverbotszonen in der Corona-Zeit, weißt du so, wenn der Wahnsinn in Paragraphen gegossen wird, wenn das umgesetzt wird von Staatswegen her, so, dann sind wir ja, da vor allem, so gründlich. Robert, ist es so, Moment, Charles, bitte, ja, ich weiß, der Gedanke von dir ist auch wichtig, aber wenn ich ihn nicht fertig machen kann, ich weiß, du möchtest es auch unbedingt sagen, aber ganz gleich, kannst du sofort sagen, aber es ist dieses genaue, penible, das, was uns auch so gut macht in Autobau oder Raketentechnik von Braun damals oder so. Es gibt so etwas, was in uns schlummert, das dann eben Leute wie Bosch und Siemens zu solchen Leistungen gebracht hat. Aber es gab halt dann auch Leute wie Eichmann, die das dann organisiert haben, was damals passiert ist und so weiter. Ja, also. Wobei das natürlich auch eine Diskussion aufmacht, die ich jetzt hier gar nicht führen möchte. Weißt du? Ich sehe einfach den, was man sagen kann, Massaker und Scheiß hat es überall gegeben, alle Zeiten, alle Länder. Was aber bei uns besonders ist, ist so der Überzeugungstäter mit vorauseilendem Gehorsam, der das Einschleimen bei einer Autorität, dem das mehr bedeutet, als dass der auf seiner Stufe ist, mit ihm so, dass die gut miteinander klarkommen. Also so dieses nach oben buckeln, nach unten treten Phänomen oder so sich andere übervorteilen wollen, indem man bei vermeintlichen Autoritäten punkten, das ist leider, ich meine, solche Typen gibt es auch überall, aber ich glaube, das ist doch ein Menschenschlag, der bei uns besonders rangezüchtet wird. Und das ist eine Mischung aus diesem akkurat korrekten und das Verinnerlichen und gleichzeitig aber auch so ein ganz starkes Bedürfnis bei den Deutschen, auch zu den Guten gehören zu wollen. Und was gut ist, ist immer das, was irgendwie von den Mächtigen vorgegeben wird. Also der Deutsche will immer gut sein. Ja. Der muss immer zu den Guten gehören. Neuer, also ja, ja.
Ja, bei Hitler war. Das war schon bei Luther so. War schon bei Luther so. Bei, guck mal, bei Hitler, da waren sie das auserwählte arische Volk, was so gut ist, dass es die ganze, also theoretisch so die Sonderrolle einnehmen muss. Jetzt sind wir das Gegenteil, das war dann alles ganz schlecht, wir haben jetzt an allem Schuld, sind jetzt aber so gut, dass wir die ganze Welt retten, weil wir alle Flüchtlinge aufnehmen und das Klima auch gleich mit. Mhm. Ja, also es gibt hier so einen Wahn des Erwähltseins, habe ich das Gefühl, des Auserwähltseins und Übergutsein müssens und ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich glaube, über die Deutschen kannst du, ich meine, wir sind halt so ein Dichter- und Denkervolk, da kannst du dir so ähnlich den Kopf zerbrechen wie über das Wesen der Griechen oder der Römer. Ist ja auch nicht verkehrt, es sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Ist auch nicht schlimm, wir müssen da keine Antwort finden, aber es ist ja interessant, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das folgt ja dann doch irgendwie so dieser Frage, wer bin ich oder in dem Fall, wer sind wir, wo kommen wir her, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und auch nochmal, Robert, ich finde das total interessant, was du jetzt auch gesagt hast, so dieses Zusammenkommen von diese Präzision, die irgendwo in dem Deutschen auch immer ist, dieses sich genau machen, dieses Mechanische, warum dann Maschinen, Autos so aus Deutschland so gut funktionieren, dieses Organisatorische, manchmal auch dieses Kalte, was jetzt, wir sind alles nur Stereotype, sehe klar, so, aber also ich schätze, es würden auch manche Leute im Ausland auch so sehen, also, dass man seine Emotionen zumindest im Griff hat, das auch, gilt auch nicht nur für Deutschen, ist bei den Engländern nicht anders, oder bei den Niederländern, ja, oder bei den Skandinaviern, aber das alles, finde ich, drückt sich auch total interessant aus in der Popkultur. Ihr wisst ja, ich bin großer Musikfreund und in den 70er Jahren, da gab es ja in Deutschland so eine ganz eigene Musikszene unter dem Begriff Krautrock. So haben die Engländer das letztens gemacht, ein bisschen diffamierlicher Krautrock oder sowas. Aber was diesen deutschen progressiven Underground-Bands gemein war, die haben auch als Kinder der 60er Jahre haben die gesagt, hey, wir brechen mit allem, was von unseren Vorfahren kam, ja, wegen Faschismus und so. Wir starten wirklich bei Null. Aber wir wollen auch keine Epigonen sein. Sprich, wir wollen auch nicht die Amerikaner kopieren, irgendwie einen Blues spielen oder die Beatles nachmachen. Wir müssen was Eigenes machen. Das war so der Anspruch. Künstlerisch wertvoll ist nur, wenn wir wirklich bei Null starten. Und da haben die dann auch so eine Musik entwickelt, diese elektronische Musik, als etwas Neues, also neue Instrumente auch. Damals so frühe Bands wie Kraftwerk und so, die haben echt mit Lötkolben dann gearbeitet oder Klaus Schulze und wie sie alle hießen, diese Bands. Und gerade weil ich Kraftwerk schon erwähnt habe, die wiederum, die haben dann genau diese Ästhetik auch konstruiert, diese mechanische Musik. Eine Musik, die haben sich selber Musikarbeiter genannt. Die haben sich auch ästhetisch dann schon wiederum bezogen auf die Zeit, wo die frühe Filmindustrie in Berlin war, wo Fritz Lang in Berlin Filme gemacht hat. Ja. Filme wie Metropolis, mhm. Genau diese Ästhetik, dieses frühe Science-Fiction, diese Perfektion, aber auch dieses Design, was zum einen faszinierend ist, aber gleichzeitig auch so eine gewisse Kälte hat. Ja. Genau diese Ästhetik haben die dann wieder aufgenommen in dem Krautrock in den 70ern und haben da eigentlich dann schon die Grundlagen gesetzt für diese ganze technische, elektronische Musik dann der 80er Jahre, die dann im 80er Jahren ist im Mainstream angekommen. Zuerst so mit den ganzen Synthi-Geschichten, aber dann auch durch Techno. Der Name Techno schon, das ist so typisch deutsch, dass Musik Techno ist und diese ganze Rhythmik und so weiter. Das kommt auch tatsächlich aus Deutschland. Und ich finde, da kann man das auch sehen, wie sich das ausdrückt auf einer künstlerischen, musikalischen Ebene. Hochspannend, die Frage, ja. Und die Typen damals eben, diese Krautrocker, die sind auch dieser Frage hinterhergegangen. So, wer sind wir? Die haben, wo sollen wir die Inspiration rausziehen? Die haben gebrochen mit der Generation ihrer Eltern. Wir können jetzt nicht auf der Marschmusik aufbauen und auch nicht auf der Klassik. Die haben in sich der selbst geschaut. Und da kommt, ja! Hey, woanders geht ja. Das? Ey. Weißt du, in England, die Punkrocker, die können sich auf die Polka beziehen. Aber das ging halt für die Krautrocker in Deutschland damals nicht. Die mussten wirklich bei Null anfangen. Ne? Spannend. Großes Steckenpferd von mir, deswegen komme ich da in Schmerzen. Es ist also, die Deutschen sind faszinierend und du hast diesen völlig technokratischen Zug bei uns, der sich, wie du es auch beschreibst, durch die Kultur zieht. Und dann hast du die Romantik. Auch etwas Urdeutsches. Ja, alles. Diese liebevolle, mystische Hinwendung zur Geschichte und zur Natur. Vielleicht sind wir auch so ein extremes Volk und uns pendeln da immer zwischen diesen Extremen, zwischen diesem bürokratischen, technokraten, dem Verwalter, dem Ingenieur und dann irgendwie der Hölderlin, der Nietzsche-Typ, der Romantiker, der Mystiker, der Sucher, ja. Und vielleicht macht das unseren Reiz auch aus. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, inwiefern so Otto-Normaltypen wie wir das abbekommen haben. Also ich bin ein beschissener Ingenieur. Ich bin Romantiker. Aber Charles, ja, ist super, aber ich wahrscheinlich du, auch. Ne? Ich aber super, da, dass du das noch hinterher schmeißt, diese Idee mit dem Romantiker. Genauso ist es. Das ist eben auch dann das Typische. Dann sind wir Yin und Yang. Und selbst das würdest du genau in der Musikszene sehen können, so in den 70ern. Du hast dann
von außen einfach Krautrock. Aber du hast zum einen diese Techniker, so diese wirklich so neuen, kalten, synthi-elektronischen Sound kreieren, so eine Mechanik. Klaus Dinger von Neu, der Schlagzeuger, hat einen Beat entwickelt, den nennt man dann Motorik. Ja, also im Rhythmus schon. Aber dann hast du genau auch diese Bands, die eben voll Romantiker sind, was sind ja komplettes Los. Also wir in eine ganz andere Richtung. Beides ist es irgendwie. Und das ist ja letztens auch dann faszinierend im Leben, dass wir es nicht bis zuletzt erklären können. Aber ich finde es interessant, so darüber zu sprechen. Das dient letztens immer auch der Selbstreflexion. Ein weites Thema, ein weites Thema, wirklich. Ich wollte es jetzt nicht abwürgen, aber ich wollte mal zurückkommen zu aktuelleren Themen, weil es ja noch einiges gibt, was wir hier auf der Latte haben. Zum Beispiel das, was du mir vorhin geschickt hast, Stoner, nämlich diese Meldung, dass jetzt nicht nur Otto Walkes und der Meister Eder und der Pumuckl mit einem Warnhinweis versehen werden müssen, sondern jetzt hat es auch noch Queen erwischt. Song soll anstößig sein, Queen-Hit von Kinderalbum gestrichen. Also ich wusste jetzt zum Ersten nicht, dass Queen ein Kinderalbum gemacht hat. Da bitte ich jetzt mal um Aufklärung vom fachkundigen Mitstreiter hier. Was ist denn das jetzt hier für eine Nummer wieder? Ja, es ist ja wirklich krass, weil wir haben ja tatsächlich erst vor einer Woche haben wir darüber gesprochen, über Otto. Und da habe ich noch gesagt, hey, boah, wenn die erstmal bei der Rockmusik schauen, da muss man ganz viel dann canceln und streichen. Und in der Tat, eine Woche später ist es soweit. Ja, allein schon diese Idee Kinderalbum, das ist ja völlig grotesk. Ich meine, weißt du, wieso muss man das eigentlich immer so aufteilen in unserer Welt? Hier Männeralbum, Frauenalbum, Kinderalbum. Hey, come on, das ist einfach Musik von Queen. Da braucht es keine Spezialedition. Aber ich glaube, das hat zu tun mit irgendeinem Streaming-Dienst. Wenn du runterscrollst, wird der Name auch irgendwo genannt, der halt extra so eine Plattform, die halt extra für Kinder ist. Und dort lädt man auch Musik hoch. Audio-Plattform Yoto heißt es dort. Die ist für Kinder, die richtet sich an Kinder. Und dort wird Musik hochgeladen. Und dann haben sie halt ein Best-of-Album von Queen hochgeladen. Diese Best-of-Zusammenstellung, es gibt da zwei. Die erste ist von, glaube ich, Anfang der 80er ist das rausgekommen. Ne? Und da musste man tatsächlich jetzt den einen Song komplett zensieren. Fat Bottom Girls. Also es ist einer der schönsten Queen-Songs. Das ist so grotesk, weil es ist so ein fast schon harmloser, lustiger Song von Freddie Mercury. Von gerade Freddie Mercury, eine Figur, die ja wirklich mehr queer ist als alle heutigen Queer-Aktivisten zusammen. Ich meine, der Typ war, der hat, was Sexualität angeht, einen ziemlich krassen Lifestyle gehabt. Ja. Und das ist total harmlos, was er da singt. Fat Bottom Girls, das heißt so viel wie Mädels mit dicken Hintern. Ne? Und dass er sie halt ganz gerne mag. Ich meine, was ist daran jetzt so anstößig, dass das Album, dass dieser Song von dem Album verschwindet? Und dann gibt's das in einer Zeit, wo wenn du in ein Fitnessstudio gehst, du jetzt nur noch junge Mädchen siehst, die da Kniebeugen und Kreuzheben machen, damit sie so einen dicken Kardashian-Arsch bekommen. Weißt du, das ist ja auch noch an sich unser Schönheitsideal momentan irgendwie. Ist doch alles absurd. Also die ja, das kommt auch dazu. Aber es sind auch noch weitere Songs dann, die wurden dann nicht von der Platte dann ganz runtergenommen. Ich meine, da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Wir reden hier von Songs wie Bohemian Rhapsody, We Will Rock You. Das sind eigentlich die größten Queen-Songs so. Aber da wurden dann draufgelassen. Die sind nicht ganz so schlimm wie Fat Bottom Girls. Aber man hat sie dann eben auch mit Warnhinweisen wieder versehen. Und es wird auch geraten, wenn du solche Musik mit deinen Kindern hörst, solltest du auch dabei sein. Und ich muss jetzt echt noch ein ernstes Wörtchen nachher mit meiner Tochter reden, weil meine Tochter hört ein Queen in ihrem Kinderzimmer und diese anstößige Musik und ich muss da dabei sein, muss sie da irgendwie gleich impfen. Button, hey, das darfst du jetzt nicht hören, so, oh, nein, die Strophe jetzt nicht, weißt du, gleich rein. Jetzt singt er über irgendwie irgendwas Sexistisches. Hey, ich meine, in den 70er Jahren da war das einfach anders. Da war man so viel freier und tatsächlich diese ganze Musik hat da dazu gedient. Aber das ist doch auch so schräg. Einen frei zu machen, so, ja. Finde ich in unserer Zeit und unserer Gesellschaft einerseits die totale moralische Verrohung. Ja, man muss ja nur noch in ein Freibad gehen, um moralische Verrohung live erleben zu können. Oder Gangster-Rap hören, ne? Ja, und alles Mögliche so. Also wirklich der Sittenverfall, so, ne? Das kannst du mit eigenen Augen beobachten. Und dann so eine immer bigotter werdende Hypermoral im Kultursektor. Also da haben wir jetzt die höchsten moralischen Ansprüche, also mit so einer fragwürdigen Moral und alles ganz bigott und brav. Und auf der anderen Seite irgendwie, wenn du aus dem Fenster guckst, denkst du so, das alte Rom. Habt ihr den neuesten, irgendwie in Babel angekommen. Habt ihr das den ist doch auch schräg. Neuesten Skandal aus Spanien mitgekriegt, was da jetzt gerade wieder durch die Gazetten läuft. Ihr wisst doch, Spanien hat am Sonntag die Frauenfußballmannschaft hat den Weltmeistertitel geholt. Halt, stopp, wie die deutsche
Fernsehkommentatorin gesagt hat, Spanien ist jetzt Weltmeisterin, hat sie gesagt. Ja, ohne Scheiß, ja. Und Spanien hat gewonnen. Ich habe zufällig reingezappt am Sonntagabend und habe gerade mir die Siegerehrung angeschaut. Ich bin ein Mensch, der gerne Emotionen sieht. Und das ist ja zum einen dann die Engländer, die da so zweiter Platz und so weiter. Die haben es sportlich genommen. Das war nicht so, dass sie die Medaillen gleich runtergerissen haben, wie viele Männer das immer machen. So, den Scheiß kannst du behalten. Sondern die haben das gemacht, haben auch gelächelt auf dem Gruppenfoto. Und dann kamen die Spanierinnen, eine nach dem anderen. Da war Infantino, wie heißt er mit dem Vornamen, der FIFA-Chef, ihr wisst schon, Gianni Infantino. Dann stand Letizia, die Königin von Spanien, da. Die hat alle diese Spielerinnen umarmt und offensichtlich auch der spanische Verbandschef vom Fußball. Also irgendein hohes spanisches Tier stand da und hat jede von diesen Frauen herzlich umarmt. Er kennt die ja alle, der ist mit denen, die sind ja mit denen im Trainingslager, wie auch immer. Und eine von denen hat er auf den Mund geküsst. Und jetzt geht Spanien steil und vor allem die steile Linke, ne, die feministische Linke geht jetzt steil, dass das so ein Übergriff war. Und ich habe das neulich mal aufgeschnappt, heute habe ich es hier im Bayerischen Radio gehört, dass das jetzt schon thematisiert wird und der Verband sich da zurückhält. Also da wird aus einer Nichtigkeit gerade eine riesen Nummer gemacht, weil die Spielerin selber ja gar nichts gesagt hat. Die hat sich dazu gar nicht geäußert, das war für sie kein Problem. Und in Spanien, ganz ehrlich... Ich habe es auch anders gehört, Ich habe gehört, dass die Spielerin da nicht begeistert war davon. Ne? Okay, kann auch so gewesen sein, dann könnte man das auch anders klären. Aber in dem Moment, wo du als Fußball-Weltmeister da vom Platz gehst und bist in diesen Emotionen drin und der drückt dir einen Kuss drauf, muss man da die große Moralkeule schwingen? Ist es der Untergang des Abendlandes dann? Weil es wird ein Politikum draus gemacht, weil Fußball mittlerweile kein Sport mehr ist, sondern Politikum. Es ist sowieso alles irgendwie politisch aufgeladen und wird sowieso instrumentalisiert. Und da warten sie natürlich nur auf solche Sachen. Aber ich weiß nicht, also dass es jetzt so aufgeblasen wird und dann auch eben ein Politikum wird, das nervt. Aber ganz ehrlich, das ist nicht in Ordnung, oder? Wenn du ein alter Sack bist, Ü60, und da kommt eine junge Frau und du gibst den Kuss auf den Mund, würdest du das machen? Robert, das würdest du nie machen, oder? Als Gentleman. Ich meine, ich weiß, in Südeuropa manchmal so ein Küsschen, so Wange oder sowas, weißt du, okay. Aber ein Kuss auf den Mund, einer Frau, mit der du nicht verheiratet bist, mit der du nicht liiert bist, das auch nur in der Öffentlichkeit, also das würdest du doch nie machen, oder? Also klar, wir sind doch Gentlemen, oder? Das ist doch etwas, was man nicht macht. Ja, also grundsätzlich, gut, wir wissen nicht, ob zwischen den beiden in der Vergangenheit schon mal was lief. Keine Ahnung. Ja, vielleicht hat das aber sie hat sich schon beschwert darüber. Sie hat so, das offensichtlich okay, wenn nicht sie sich gewollt. Darüber beschwert sie hat gemeint halt, der nimmt sie und man sieht auf den Bildern, der hat dann echt, also ja, so ein Grip, weißt du? Also hey, hier kommt der alte Sugar Daddy und also es ist schon es irgendwie... Es war schon eine harte Macho-Geste, ganz klar. Und sie hätte ihm wahrscheinlich... Sie hätte ihm eine Ohrfeige verpassen können und dann wäre es auch okay. Muss man sagen. Also, hey, so, das wäre okay gewesen so. Ja. Aber wahrscheinlich war sie perplex, überfordert, ganz klar. So. Jetzt wäre es aber ihr Job, dann im Nachhinein diese Ohrfeige irgendwie zu liefern. Der hat sich schon ganz im Grip. So, okay, ich zeig mal das Bild jetzt. Genau. Das ist jetzt von der Tagesschau. Und mal gucken, was da jetzt kommt. Madrid, aber ich habe es auch noch gar nicht in bewegten Bildern gesehen. So, Madrid ist genau hier. Da kommt noch ein bisschen Reaktion. Ist da schon was? Und wo ist jetzt die Szene? Wird das jetzt gezeigt oder nicht? Wir hatten es doch schon irgendwo. War das da vorne? Ich habe das gar nicht gesehen so richtig. Nee, jetzt nicht. Ich meine, ja, also wenn sie dann auch noch sagt, dass sie das nicht, ich muss mich entschuldigen. Also ich meine, sexuelle Gewalt, wie sie da steht, das okay, ist okay, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesehen. Überspitzt in den Worten so. Jetzt aber es ist trotzdem, es ist so, der Sugar Daddy hat da also für mich wirkt Griffel das eher, für mich wirkt es wie Übermut. Die große Freude, man weiß ja auch nicht, wie viel Geld dem jetzt das aufs Konto spült, dieser Sieg. Vielleicht ist der mega, hat er gerade einen Glücksflash, weil er denkt, geil, ey, jetzt klingelt die Kasse. Es ist schon frech gewesen, aber auch irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte mal dieses Macho-Tum auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, wenn es nicht in Ordnung war, soll die Frau sich wehren oder wenn sie einen Freund oder einen Mann hat, soll der das mit ihm klären. So, ich bin irgendwie aus so einer altmodischen Welt, wo Männer auch mal zu weit gehen und Frauen mal eine Ohrfeige verteilen und auch mal ein Freund was klärt. So, keine Ahnung, das ist für mich nicht Job der Medien. Ich finde es alles nicht so dramatisch. Ey,
wenn das irgendwie zu weit ging, dann müssen das andere klären, aber nicht irgendwelche Feministenclubs und da so eine Grundsatzdebatte draus machen und das dann über die ganze Gesellschaft projizieren. Und was ich auch noch sagen möchte, vielleicht ist der Typ auch ein übergriffiger Macho, aber vielleicht verleiht ihm auch genau das die Charaktereigenschaften, die ihn zum geilen Fußballmanager oder Trainer oder was er da ist, machen. Ja, alles spielt ja auch bei so Menschen ineinander, so Schwächen, Stärken. Ich finde es alles nicht so dramatisch, aber... Ich habe das Bild vorher nicht gesehen, ich habe nur die Debatte drum gesehen. Jetzt in dem Moment finde ich es nicht, schwer zu sagen, nicht, dass wir da alles... es war too much. Wenn ich das so sehe, war es mir ehrlich gesagt too much, weil ich kenne Spanier, ich war viele Monate in Spanien unten, habe da auf einer Sprachschule gelebt und habe versucht, da auch die Mentalität der Spanier zu erkennen, und mir taugt das Volk auch, und die sind impulsiv, die sind aufbrausend, die sind Emotion, die sind mucho corazón, weißt du, das ist eine ganz andere Mentalität wie wir, und in dem Moment, wenn du am Höhepunkt deines Lebens stehst, und ich bin mir sicher, wenn du als spanischer Verbandschef plötzlich einen Weltmeistertitel quasi in deinen Reihen mitkriegst, dann ist das bestimmt der beste Moment des Lebens. Dass der dann da so reagiert, kann ich verstehen, aber unglücklich in einer Zeit wie heute. Wenn du weißt, dass auf dich die Kameras der Welt schauen und die Welt sowieso so aufgeregt ist, dann muss ich ihm sagen, hat er beim Social Media Kompetenzkurs, hat er irgendwie nicht aufgepasst. Das muss ich dann schon aber auch sagen. Ja, aber es ist nicht Social Media, weil er hat dann oder nicht Social, nicht Social Media, sondern es ist einfach als Gentleman, ist doch unanständig. So gehst du doch nicht, das ist so nicht respektvoll. Also so gehst du nicht mit einer Frau um, so wirst du nicht erzogen, und ganz sicher in einem konservativen Land wie Spanien erst recht nicht. So darfst du eigentlich nicht deiner Frau begegnen, so nehmen und abbusseln so. Ist es, wie gesagt, kein Politikum, aber anständig ist es nicht. Anständig nicht, aber wir wissen nicht, wie die zueinander stehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auch schwierig, wie man sagt, ist es jetzt falsch? Naja, wie gesagt, die Spielerin war da nicht begeistert davon. Ja. Aber ich frage mich gerade, wie wäre das gewesen, wenn das jetzt ein männlicher Spieler wäre? Also das wäre jetzt eine Männermannschaft und der Chef dreht da durch vor Freude und knutscht da irgendwie seinen Stürmer. Das machen die oft. Das passiert öfters, dass ich... Das ist dann eine Bromance. Das ist dann voll geil. Das ist ja hier, da kriege ich so ein Bild im Kopf. Ey, helf mir mal. Als Frankreich mal Fußballweltmeister wurde, da war doch der Torwart, der Barthez, mit der Vollglatze. Und irgendjemand hat ihn doch dann, nachdem er so einen Elfmeter gehalten hat oder irgendwas ganz Tolles, hat ihm so die, oder war das nicht dann so ein Running Gag, der hat es dann in jedem Spiel gemacht, irgendwie, dann immer dem Barthez dann so auf die Glatze geküsst, der eine Spieler dem anderen. Ja, das sind doch auch hier die Staatschefs im Ostblock, die haben sich doch auch immer auf den Mund geküsst. Oh. Das war wieder was anderes, ja. Aber stell dir vor, die spanische Verbandschefin hätte den Spieler geküsst. Das hätte keinen Aufschrei gegeben, oder? Wäre das dann durch die Decke gegangen, das Thema? Hätten sich da Feministinnen aufgeregt? Ich weiß nur, dass es eine Lobby gibt, wo sich Frauen immer irgendwie minder bemittelt fühlen. Also ja, nicht Frauen, die meisten Frauen sind ja normal im Kopf. Aber es gibt so diese Lobby, die das immer so suggeriert, dass die Frauen permanent überall benachteiligt, unterdrückt und gedemütigt sind. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch einfach als Übermutstat irgendwie, ich weiß nicht, so, ich meine, als die Berliner Mauer gefallen sind, da wurden bestimmt auch irgendwie, wurde da geknutscht und gegrapscht oder an Silvester, oder es gibt doch so viele so Freuden-Events, wo die Leute im Übermut über die Strecke schlagen. Mir ist es hier zu sehr Bunga Bunga, weil es ist so ein alter Sack und eine junge Frau. Und, naja, also, was ist denn jetzt an dem alten Sack so schlimm? Nichts, aber der soll halt die Pfoten von ihrem Körper lassen, oder? Ist das schlimm? Keep your hands to yourself? Ich meine, come on. Hast du auch recht. Es ist so ein Thema, wo ich sehe es von wenn die privat sich treffen, dann ist es natürlich völlig egal. Da gibt es keinen Altersunterschied. Es gibt auch alte und junge Liebe und Übergeschlechter ist völlig wurscht. Ja. Aber doch, das ist doch ihr Bunga-Bunga-Verhalten. Ne? Naja, egal. Ich muss jetzt gerade an den Dalai Lama irgendwie muss ich gerade denken. Da gab es ja auch diesen Vorfall vor ein paar Monaten. Ja, oder über Biden, das haben wir doch auch schon oft gehabt, ja. Wieder Biden wieder irgendwo seine Finger an irgendein Mädchen oder ein Kind hat oder sowas, was auch unanständig aussieht. Ja. Das ist halt. Ja, apropos Biden. Oder man kann das positiv sehen. Das ist halt ein Mann, der zu seiner Sexualität steht. Lass uns mal kurz den Biden aufnehmen. Er ist nach 2 Wochen jetzt doch nach Maui geflogen, auf Druck von vielen anderen, dass er jetzt sein
sein Hintern darüber geschafft hat, luxuriös in der Air Force One rübergeschüttelt mit Schnittchen und Kaviar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ein Video von Biden. Ich muss es zeigen. Ich muss es eigentlich zeigen, wie er bei einer Gedenkveranstaltung sitzt und sozusagen mit den Hinterbliebenen der Opfer, also Brandopfer auf der Insel. Und Joe Biden sitzt am Tisch. Hier könnt ihr euch mal anschauen. Und das ist jetzt gestern aufgenommen worden. We are a community that relies on family, on Ohana. Das ist nur die innere Anteilnahme, Leute. Das ist seine Art zu trauern. Sleepy Joe. Im Flugmodus, im Autopilotmodus. Und es gibt auch noch ein anderes Video, wo er gerade mit Helfern, mit Rettungskräften an der Front Street entlangläuft, wo man im Hintergrund die ganzen verbrannten Gebäude sieht. Muss man in die Sonne legen. Und dann hat er einen Witz gemacht, so nach dem Motto, hey, bei euch ist der Boden aber ganz schön heiß hier. Nehmt ihr da auch richtige Schutzstiefel oder sowas? Weißt du, so, du gehst in ein Katastrophengebiet, wo Leute verbrannt sind und wo gerade mal die Leichen weggetragen worden sind, und dann machst du doch keine Witze über heiße Temperaturen auf dem Boden. Also diese Pietätlosigkeit und diese Weltfremdheit von dem Mann ist jetzt mein Aufreger gerade. Aber hatten wir nicht in Deutschland auch so einen Politiker? War das nicht Laschet, der Laschet bei den Flutkatastrophe da erstmal rumgejoked hat? Genau, ja. Ja, und sowas finde ich persönlich jetzt 100-mal schlimmer als so einen knutschenden Fußballheini. Ja, natürlich. Klar. Also ist schon wirklich krass, gell? Also wenn du so siehst, also ich finde, das sind was ist das Gegenteil von empathisch? Unempathisch? Wie ist das Gegenteil? Empathielos. Ja, empathielose Menschen, die einfach mit Gefühlen irgendwie wenig am Hut haben und dann halt einfach das Ganze rational durchgehen. Ach übrigens, da gibt es ein Video von dem Justin Trudeau, dem kanadischen Premierminister. Und zwar gibt er ein Interview, kurz nachdem sein Bruder von einer Lawine verschüttet wurde und gestorben ist. Und er steht mit seiner Mutter vor der Kamera und redet, wie wenn er irgendwo einen Fernsehbericht gesehen hätte von einer wildfremden Person, so nach Motto, ja, wenn er sich an dem Tag nicht entschieden hätte, jetzt da rauszugehen und nicht Snowboard zu fahren wäre, dann wäre er jetzt noch im Leben. And that makes the difference. Weißt du, er hat wirklich so vollkommen empathielos, unaufgeregt, emotionslos über den Tod seines eigenen Bruders gesprochen und wird vor laufender Kamera gefilmt, und er so, wäre er nicht Skifahren gegangen, wäre es nicht passiert. Weißt du so, wäre er daheim geblieben. Ja, aber ich weiß nicht, also ich meine, der Trudeau ist mir auch nicht sympathisch. War ganz krass. Aber Charles, du bist da auch Therapeut, das kann auch so ein, wenn Menschen so eine richtig traurige oder schockierende Nachricht haben, dann gibt es alle möglichen seltsamen Verhaltensweisen. Ja, selbst das Phänomen, dass Menschen bei einer Beerdigung oder einer ganz schlimmen Situation anfangen zu lachen. Ja. Ich kenne die Aufnahme nicht, ich kenne den Menschen zu wenig. Das würde ich jetzt so, psychologisch kann ich das jetzt nicht deuten. Es besteht die Möglichkeit, dass das so eine Art Selbstschutzmechanismus war. Und es besteht die Möglichkeit, dass der aus irgendeinem Grund auch empathielos ist. Ich finde es jetzt halt leider nicht. Ich hätte es jetzt gerne euch gezeigt, aber es ist ja wurscht, es ging mir nur um den Gedanken, empathielose Menschen, die dann in Positionen kommen, wo sie eigentlich auch empathisch empfinden müssten für ihre Entscheidungen, wenn dann ein Manager kommt und sagt, Zahlen stimmen nicht, 50.000 Leute entlassen, egal, Hauptsache die Zahlen stimmen, das meine ich ja eigentlich damit. Ja. Aber ja, es klingt schon komisch, aber dann ist es auch so, dann kommt eine Kamera und dann sind es auch Medienleute, wird es echt dann reflexartig, dass du da so eine Persona, eine Maske aufsetzt. Ja, ich meine, auch in einer traumatisierten Situation, am Ende ist es auch... Ich war auch schon auf einigen Beerdigungen, glücklicherweise ohne Kameras. Aber ich mir jetzt vorstelle, ich werde am Trauern, dann käme jetzt ein Kamerateam und ich bin auch noch Präsident oder so, jemand, von dem man ganz viel erwartet, muss dann irgendwas sagen, vielleicht, ich weiß es nicht, schwierig einzuschätzen. Ja, oder schwierig zu bewerten, ne? Themenwechsel. Springen wir etwas weiter zu aktuellen Themen, verlassen dabei aber unsere Gefilde, gehen wir in den Weltenraum hinaus. Vor einigen Tagen
hat Russland für Schlagzeilen gesorgt, dass sie inmitten des Krieges und inmitten der ganzen Mangelsituation, die sie haben, wir erinnern uns, die von der Leyen hat gesagt, sie plündern alle Waschmaschinen und Staubsauger, um überhaupt noch Material zu haben für ihre Kriegsmaschinerie. Sind die tatsächlich mit diesen Chips aus den Waschmaschinen Richtung Mond gestartet? Also wann war das jetzt, glaube ich, am 8. oder so, hat sich eine Raumsonde auf den Weg gemacht Richtung Mond. Aber wie sich herausgestellt hat, selbst für die Russen im Jahr 2023 ist es gar nicht so einfach, einen unbemannten Apparat auf dem Mond abzusetzen. Und wir reden gleich nochmal über diesen Mondflug der Russen. Aber wenn man jetzt guckt, 11.07.23, israelische Raumsonde stürzt bei Landeversuch auf dem Mond ab. Und hier nochmal im freien Fall, 30.05., im freien Fall auf die Mondoberfläche gestürzt, Ursache für gescheiterte Mondlandung gefunden, japanische Firma hat versucht, da oben zu landen und jetzt ganz aktuell die Mondsonde Chandrayaan 3 Rover ist also in den Mondorbit eingetreten und wird jetzt demnächst landen wollen da unten. Also bottom line, also was bleibt? Es ist wohl gar nicht so einfach da mit dieser Mondfahrerei und das nach über 50 Jahren, jetzt 54 Jahre nach der ersten Mondlandung. So, damit wird der Reigen jetzt mal eröffnet für dieses Thema. Waren es nicht 57? 69 war der erste. 69. Ja, vorher sind sie wahrscheinlich schon unbemannt dort gewesen. 68, ja. Apollo 8. Ja, aber es ist eben... Robert kennt die alle auswendig. Ich habe hier die Münze. Guck mal, hier liegt sogar eine Münze, die hat mir ein Zuschauer geschenkt. Eine Gedächtnismünze zum 50-Jährigen von Apollo. Ich bin gleich griffbereit, wie bei Dagobert der Glückstaler. Ich liebe es, wenn Menschen zu so einem Thema Experte sind, weil ich wüsste bei Apollo alles nur voll grob. Es macht Spaß, wenn du das alles aus der Pistole geschossen drauf hast. Ist das größte Thema meines Lebens. Das kam durch meinen Vater. Ich habe doch hier Silbermünzen von Apollo liegen. Ich habe hier oben einen Mondflugatlas. Der ist mein erstes Kinderbuch gewesen und. Also ich habe das ja in diesem einen Apollo-Vortrag alles erzählt. Muss ich jetzt nicht aufklären oder so. Aber das war für mich immer so mit die größte Errungenschaft in der Geschichte der Menschheit. Und als ich 2002 eben da so einen Vortrag gehört habe, zählt es für mich zu den kontroversesten Themen, die es überhaupt gibt. Ich kann nichts letztendlich belegen, beweisen, was da behauptet wird, aber ich habe 100 legitime Fragen. Das ist alles, was ich dazu habe. Ich würde mir wünschen, dass das alles korrekt lief, weil das ja auch eine große, bedeutende Errungenschaft war für die Menschheit, aber ich habe angeblich gewesen sein soll, Konjunktiv, Dauerkonjunktivsendung hier, aber ich habe einfach viele, viele, viele Fragen, die bis jetzt nicht befriedigend geklärt worden sind. Und wir haben hier intern, haben wir seit Jahren die heißesten Diskussionen bezüglich diesem Thema. Also da ist noch lange nicht alles gesagt. Aber nochmal zurück zu diesem russischen Rover, der oder die anderen auch. Wie erklärt ihr euch das, dass das heute mit dieser ganzen Regel-Mess-Flugelektronik, dass das trotzdem nicht funktioniert? Ja, das ist die Frage der Fragen. Ja, hatten die dann damals extrem viel Glück? Ja, und wir jetzt extrem viel Pech oder die kompetenteren Leute, aber es kann ja eigentlich nicht sein. Also bei dem technischen Fortschritt, den wir in der Zeitspanne gemacht haben, müsste dann ja etwas, was damals gut ging, heute erst recht gehen. Und dann ist dann gleich noch mehrere Nationen versuchen, und ich meine, Japan, die sind technisch gut, die Russen sind gut, Israel ist gut, da sind ja jetzt, Indien ist ein aufsteigender Staat mit klugen Köpfen, es ist merkwürdig, ne? Schon. Genau, ich meine, vielleicht war es so, dass die in den 60ern halt, gerade die Amerikaner damals, weißt du, es war noch die Good Generation so,
bevor dieses Vietnamkriegs-Niederlagentrauma war. Die hatten einfach mehr Eier, die waren einfach fitter, weißt du, die hatten so diesen Pioniergeist, die haben sich da hochmeckgeeibert, hey, mit Klebeband und Schraubenzieher, das hat halt gereicht. Und heutzutage, es muss halt alles mehr Sicherheit sein. Nee, im Ernst, das ist genau wie du sagst, Charles. Das ist doch irritierend, dass es da keinen Fortschritt gibt. Ich meine, sowas wie ein Flugzeug über also so eine Boeing 747 oder ein Airbus über den Atlantik zu fliegen, finde ich es auch jedes Mal eine Wahnsinnsleistung. Aber man hat es halt schon mittlerweile eine Routine halt darin. Es ist immer noch gefährlich. Das Ding kann immer noch runterfallen. Können noch Unfälle passieren. Aber man hat schon so viel Routine, dass eine Unfallgefahr sehr, sehr gering ist. Hier sind wir nach 57 Jahren. Es gibt überhaupt keine Routine. Was wieder deutlich sichtbar wird, gerade dieses Landen auf dem Mond und noch mehr, dann wahrscheinlich das erfolgreiche wieder starten, das ist wesentlich komplexer, als man denkt. Und das ist schon krass, dass man da nach 57 Jahren noch nicht weiterkommt. Mehrere Länder, dass die alle scheitern, diese Mission. Und am Ende könnte man fast fragen, haben die Menschen das wirklich verlernt oder sowas? Ich würde natürlich sagen, die Amis hatten damals einen riesen Vorteil, die hatten deutsche Ingenieure. Die hatten nur unsere Jungs und die konnten das halt. Vielleicht liegt es daran. Der Geist von Bene Bünde hat da noch gewählt. Ja, das mag sein. Ja. Kennt ihr diese berühmte nicht, Szene aus dem Film The Right Stuff? Da geht es auch um die Weltraumfahrt am Anfang eben mit, es fängt an mit Chuck Yeager, der durch die Schallmauer bricht und dann eben Mercury, Gemini, Apollo und das Ganze. Und ich glaube, das war noch vor Apollo. Auf jeden Fall gibt es da diese Szene, wo einer in den Raum reinstürmt. Die Russen haben Gagarin hochgeschossen. So eine Scheiße. Wir haben doch auch deutsche Wissenschaftler. Ja, aber die haben die besseren deutschen Wissenschaftler mitgenommen, weißt du? Dass also die Sowjets als auch die Amis aus Peenemünde ganz schön Personal, Human Resources mitgenommen haben. Und da hat so jeder seinen Beutefang gemacht damals nach dem Ende des Dritten Reiches. Und ja klar, die Grundlagen sind Raketenwissenschaft von, wie hieß der Chef oder der Mentor von Wernher von Braun, den habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber da gab es eben auch einen Obert, hieß der glaube ich, ja. Der Professor, der quasi die Grundlagen gemacht hat, auf die dann Wernher von Braun aufgebaut hat, seine Forschungen. Und ja, wie gesagt, man darf es nicht vergessen, dieser eine ironische Spruch, da steckt eigentlich viel drin. Wernher von Braun wollte immer zum Mond fliegen, hat aus Versehen aber London getroffen. Ja, in dem einen Satz steckt eigentlich alles drin, dass er als Wissenschaftler trotzdem seine Seele verkauft hat. Er hat zuerst Raketen gebaut und das waren Waffen. Und er war sich dessen bewusst, was er da gebaut hat, dass er da eine Tonne Sprengstoff nach London schickt, danach, wenn er das einsatzfähig bringt. Wenn er ein moralischer Mensch gewesen wäre, hätte er sagen müssen, ich baue keine Waffen. Soll jemand anders machen? Ich mache das nicht. Aber das ist erinnert mich auch so ein bisschen an Archimedes, den berühmten griechischen Ingenieur, der ja auch berühmt ist. Und der hat ja in Syrakus gelebt und hat dann für die Stadt Syrakus so Belagerungswaffen und Verteidigungswaffen gebaut, um den Angriff der Römer abzuwehren. Also ich glaube, solche Typen, dieser Schlag Mensch, so brillante Erfinder, die haben sich auch oft natürlich dann der Politik andienen müssen, um überhaupt die Gelder und Möglichkeiten für ihre Forschung zu bekommen. Das ist wahrscheinlich dieser schmerzhafte Kompromiss. Und was auch, wo du schon das griechische Beispiel bringst, war es nicht Heraklit? Ich glaube, er ist so ein antiker griechischer Philosoph, der hat den Spruch gebracht, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und das ist natürlich für uns erstmal, wollen wir nicht so gerne hören, aber was er damit eigentlich zum Ausdruck bringen will, im Krieg oder auch überhaupt in der Krise, da wenn der Druck groß ist, da ist dann auch die Innovationskraft am größten, Dinge neu zu erfinden. Da sind Veränderungen, Reformen möglich, die sonst nicht möglich sind. Und deswegen, das sieht man hier wunderbar, Zweiten Weltkrieg, was sich da durch innerhalb des Krieges für eine Hightech entwickelt hat. Auf einer Seite so aus Deutschland, wenn auch nicht mehr dann kriegsrelevant, nicht mehr weaponized, aber hey, diese ganze Raketentechnik und möglicherweise, da gibt es dann auch noch, zumindest also geforscht hat man diesen Dingen auf jeden Fall an alternativen Flugmaschinen, wie weit man das dann entwickelt oder nicht, das ist dann schwieriger, aber man hat an solchen Sachen geforscht und gleichzeitig in Amerika hast du hier Manhattan Project gehabt, Entwicklung der Atombombe in einer unglaublichen Dynamik, das ist nur durch den Krieg möglich gewesen, der Krieg ist so ein großer Veränderer.
Also ich habe gerade etwas Seltsames gelesen hier, und zwar lese ich jetzt gerade in diesem einen Artikel nochmal von der israelischen Raumsonde. Da steht so ein bisschen Historie drin von diesen ganzen Sonden, wie es passiert Wie sind. viele da schon gescheitert sind, ist Erst drei verdammt. Nationen ist es bisher gelungen, eine weiche Mondlandung durchzuführen. USA, Juni 66, Surveyor 1, und dann Luna 9 im Februar 66, die Sowjetunion. Und dann kam die nächste Sonde, Chang'e 3, im Dezember 13. Hä? Habe ich Allein das irgendwas schon der verpasst? Sprung. Weißt du, 66, okay, dazwischen waren wir ja dann mit echten, mit den Apollo angeblich oben, und dann erst wieder 2013. Warum hat denn niemals wieder danach weder die ESA noch die Sowjetunion noch die NASA oder irgendjemand versucht mal da oben nochmal irgendwas zu machen? Wir haben doch mittlerweile 4, 5, 6 Rover auf den Mars geschickt und fahren da oben rum, Perseverance und Opportunity und Pathfinder und wie sie alle heißen. Und auf dem Mond war niemand mehr, weil es da nichts mehr zu forschen gibt, weil wir sechsmal oben waren. Ach ja, übrigens, weil ich hier gerade Surveyor 1 gelesen habe. Surveyor 1 stand oben irgendwo Punkt X. Und eine der Apollo-Missionen ist 300 Meter entfernt von Surveyor 1 gelandet. Und da sage ich dir mit meinem bescheidenen Raumfahrtsverständnis, das funktioniert so nicht. Wenn du einen planetaren Abstieg machst, kommst aus der Umlaufbahn an und verzögerst aus von Zehntausenden km/h und landest dann mehr oder weniger mit dem Teil, mit der Mondlandefähre, 300 Meter neben entfernt. Das kannst du mir nicht verklickern, wie das gemacht haben. Da gab es keinen Peilstrahl, da gab es kein ILS, kein Landesystem, da gab es kein Beacon, da gab es nichts außer die Koordinate. Und wie willst du von da oben die Verzögerung, den Abstieg von der Mondumlaufbahn zum Landen, wie willst du das machen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe ein kleines bisschen Verständnis für Avionik und Elektronik und Raum und Luftfahrt. Das ist für mich einer der Punkte, wo ich sage, Moment, legitime Frage, weißt du so, ja. Völlig richtig, ja. Aber nochmal Und zurück. krass ist ja, wir reden ja hier von unbemannter Raumfahrt. Ja, ich meine, unbemannte Raumfahrt ist ja noch wesentlich einfacher oder umgekehrt, bemannte Raumfahrt, die bietet dann noch viel, viel größere Herausforderungen. Da hast du die ganzen Life-Saving Systems, du musst dich um Sauerstoff kümmern, du musst dich um Ernährung kümmern, Hygiene, all diese Sachen, ey, und zig weitere Dinge wird mir einfallen. Das ist ja noch viel, viel schwieriger. Temperaturen, all diese Sachen spielen eine Rolle. Unbemannte Raumfahrt ist eigentlich viel einfacher. Aber an diesen Beispielen sehen wir, wie wenig Routine man da hat, wie schwer das ist. Und ganz ehrlich, natürlich, das ist jetzt hier so der Elefant, der im Raum steht. Da muss man sich dann schon fragen, wie ging denn dann eine noch viel kompliziertere Aufgabe wie diese bemannte Raumfahrt, die bemannte Mondlandung, wo das Risiko allein schon wir sehen ja heute nach fast 60 Jahren später, wie riskant das ist, wie wenig man das im Griff hat, diese Technologie. Ey, allein damals das Risiko, dass das scheitert, dass es dort zum tödlichen Unfall kommt, das muss enorm groß gewesen sein. Und wie es Charles sagt, vielleicht haben die einfach nur Glück gehabt. Aber ganz ehrlich, okay, bei aller Tapferkeit, die ich diesen Weltraumfahrern und Pionieren natürlich zutraue, so, aber auf gut Glück, Mann, wer macht das schon? Ne? Und das finde ich halt dann schon krass, wenn sich unbemannte Raumfahrt im Jahr 2023 noch so schwer tut, so ein relativ einfaches Ziel zu erreichen. Da fragt man sich dann wirklich, wie war dann diese bemannte Raumfahrt möglich, ja, in den 60ern? Aber ich frage es nur, weil das ist so eine ganz alte Debatte natürlich. Ist die Mondlandung gefaked? Möglicherweise ist die bemannte Mondlandung gefaked. Aber weiß nicht, können wir den Rest der Sendung noch diskutieren über dieses Thema? Ich kann da auch stundenlang diskutieren. Ich weiß nicht, wie Stundenlang. es euch geht, ob das Thema zu ermüdend ist, mehr oder weniger, weil ich habe halt. Weißt, ich interessiere mich, wie gesagt, für Raumfahrt schon mein Leben lang durch mein Vater eben und diese ganzen Bücher und einfach so. Ich gucke auch gerne in die Sterne hinaus und denke über die großen Dinge im Leben nach. Aber was ich noch nie gesehen habe bei diesen Bildern, ist zum Beispiel der Ein- und Ausstieg aus so einer Mondfähre. Man kennt dieses Ja, allein ikonische das. Bild von Aldrin auf der Leiter, die komischerweise knapp 1,20 Meter über dem Boden aufhört. Dann denke ich mir, ist aber sportlich. Haben die gedacht, die springen dann rückwärts, ohne zu sehen, wo sie aufkommen, springen die dann die Leiter runter. Naja, Sechstel Schwerkraft, da kann man große Hüpfer machen. Egal, dass die Leiter dann auch noch verklebt war mit irgend so einem anderen Teil, dass man gar nicht richtig runtersteigen kann. Unfallrisiko, egal, vergiss es, nicht so schlimm. Aber der Ein- und Ausstieg aus diesem Mondlandeapparat mit diesem sperrigen Raumanzug,
Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Was ich gesehen habe, waren Übungen oder Tests, wie man versucht hat, mit einer runden Ausstiegsluke oder mit einer eckigen Ausstiegsluke oder halt so abgerundet, dass man da rein und rauskommt. Und der Astronaut, der da das versucht hat, der hat die größten Schwierigkeiten gehabt, alleine durch dieses Dings durchzukommen, auf dem Bauch liegend und so weiter. Und wie soll dann der, das hat der nur auch mit Unterstützung geschafft, auf dem Boden, mit Bodenpersonal und so weiter. Wie wollen die das da oben gemacht haben? Und vor allem auch, wenn ihr euch jetzt nur mal die Anzüge anschaut, also wir kennen ja die ikonischen Bilder, wo die drei Astronauten in diesem Raum sind und um sie herum stehen die Techniker, die werden da vorbereitet, das geht stundenlang, in so einen Raumanzug einschlüpfen ist hochkomplex und super kompliziert und das muss ja druckdicht alles sein. Da stehen manchmal 3 bis 4 Leute rum, die dich eine Stunde lang anziehen. So ist es. Und da oben in einem Raum, der so groß ist wie 2 Telefonzellen, sollen die sich gegenseitig an- und ausgezogen haben und 3 Tage da drin gelebt haben und so weiter. Und wie soll das gegangen sein? Und dann Druck ablassen, aussteigen, rein wieder, Geschäft machen, also Toilette gehen und so weiter und so fort. Das ist einer der Punkte, der bei diesen ganzen Pseudodokus, die da immer als die Verschwörungstheorie Debunking erklärt werden. Also ihr kennt es doch, Pro7, Mythbusters und so weiter. Da werden immer diese ganzen Punkte aufgeführt, so nach dem Motto Verschwörungstheorie. Es gab gar keine Mondlandung, weil auf den Mondbildern sieht man gar keine Sterne. Aufklärung. Ja, der Boden war so hell, die Blende war so weit zu, unterbelichtet, die Sterne hat man einfach nicht gesehen. Also Verschwörungstheorie abgehakt, sag ich. Ja und? Aber das ist scheißegal. Das geht nicht darum, ob man Sterne gesehen hat oder nicht, sondern es geht darum, ob die Technik überhaupt möglich war. Und ich möchte daran erinnern, Elon Musk war es, der mit seiner Firma SpaceX die erste Rakete senkrecht landen konnte auf der Erde wieder. 2015 war der erste Versuch nach vielen gescheiterten Versuchen endlich gelungen, dass das Ding senkrecht stehen konnte. Und das war dann aber auch mit aerodynamischen Klappen, mit einem schwenkbaren Triebwerk, weil das ist ja dann, du musst ja einen stehenden Körper, musst du ja ausbalancieren, der hohe Schwerpunkt und so weiter. Und die Mondlandefähre hatte einen extrem hohen Schwerpunkt, aber ein starres Triebwerk. Und diese kleinen Manöverdüsen da oben, die sollen dafür gesorgt haben, dass das Ding senkrecht landet. Mit einem Triebwerk, das einen Meter Durchmesser hat, einen Schub so stark, dass du ein Auto umbläst. Und es ist in meiner primitiven technischen Welt einfach schwer erklärbar, wie das funktioniert. Und diesen Punkt, den greift keiner in irgendeiner Pseudodoku-Aufklärungsnummer auf, so nach dem Motto, ja, das ist so und so und so. Weil das ist nämlich das große Fragezeichen. Wie haben die das gemacht, mit diesem Triebwerk da unten aufzukommen und vor allem dann auch ohne Spuren auf dem Boden zu hinterlassen? Weil wenn du es nämlich siehst, wie die auf der Erde mit diesen Mini-Triebwerken manchmal getestet haben, da siehst du, wie das Triebwerk mit einem Bruchteil des Durchmessers der Mondfähre Beton aufbläst, Beton wegplatzen lässt aus 5 Meter Höhe, weil das ein Schweißbrenner ist mit so einem Durchmesser. Also das, ich will jetzt nicht monologisieren und das sprengt jetzt auch den Rahmen. Es tut mir leid, wenn ich... I got carried away. Aber wir lieben deine Leidenschaft. Ja. Robert, die Leidenschaft zum Thema und das ist, was wir hier in dieser Sendung brauchen. I got carried away, ja. Ich finde das gerade total klasse, was du erklärst. Ja. Du hast mich echt gerade zum Robert-Stein-Fan konvertiert. Das ist in diesem einen Vortrag, den ich schon lange gehalten habe, ist das wirklich auch, habe ich das viel besser recherchiert und auch optisch dargestellt. Ich habe eine Firma gefunden oder Bilder von einer Firma gefunden aus Texas, die hat mit so kleinen Sonden getestet, 3 Meter hoch an Sauerstofftank, an Flüssigtank, also die 2 reaktiven Materialien für die Triebwerke, ungefähr so ein Durchmesser von einer Triebwerksdüse, steuerbar, lenkbar, und die haben deren Versuche gezeigt. Sehr schwierig, wirklich sehr schwierig, das so zu koordinieren. Und die haben eben gezeigt, wenn die dann auf der Betonfläche starten und dann so von A nach B schweben und wieder zurückkommen, dann dieser kleine Abgasstrahl von einem Gerät, was ein Bruchteil nur ist von der eigentlichen Mondfähre, hat so einen großen Staub aufgewirbelt, 20 Meter Staubwolke, mindestens, plus den Beton abplatzen lassen. Und dann kommt ein Harald Lesch oder irgend so ein anderer Fernsehprofessor und versucht mir zu erklären, dass auf dem Mond das alles ganz anders ist, weil da ist ja Vakuum und da ist der Abgasstrahl dann gefächert und trifft eine viel größere Fläche und so weiter.
BSing habe ich neulich aufgeschnappt im Englischen. Bullshitting. Also, das ist ja, es mag ja auch alles so verschiedenste Expertisen geben und die kann man auch alles anhören. Aber die Fragen, die wir jetzt hier gestellt haben, die drängen sich doch förmlich auf. Wie kann das sein, dass genau das, dieses Landen auf dem Mond, heute ein schier unmögliches Unterfangen ist für Unternehmen aus verschiedenen Ländern, die mit verschiedenen Technologien dort rangehen? Es ist einfach brutal schwer. Und das soll damals nicht schwer gewesen sein. Und dann auch noch zu all den Dingen, die du gesagt hast, noch als Ergänzung. Diese Sonden heute, die sind unbemannt. Da wird es reichen, die transportieren da Equipment hin. Das heißt, diese Sonde, die kann da auch so, schon ein bisschen crashen. Das ist wurscht. Die muss danach nicht mehr starten. Ey, der Eagle damals, der ist gelandet. Und der muss aber ganz sanft landen, weil der muss danach nochmal starten. Mit Menschen an Bord. Da. Also da darf nicht auch nur irgendwas irgendwie kaputt sein oder verbogen sein. Und hier auch das, was du vorhin auch nochmal gemeint hattest, diese ganzen Probleme, die eben die bemannte Raumfahrt mit sich bringt, auf engstem Raum in diese bulkigen Anzüge reinzukommen. Die anzuziehen ist schon ein Riesenthema. Aber wie ist es denn umgekehrt? Ich meine, wir haben ja diese Bilder da gesehen. Es ist alles ganz feiner, trockener Staub, es ist null Feuchtigkeit dort. Wie viel von diesem Staub bringst du denn dann eigentlich wieder rein in deine kleine Igelkammer und bist danach wieder im schwerelosen Raum, hast über diesen Staub, der dann in die Apparate geht, in die Maschinen. Heute, wenn man heute, gibt es auch so Pläne, dann irgendwie so eine Mondbasis mal aufzubauen oder manche träumen auch schon vom Mars. Da sind genau das dann diese praktischen Fragen. Wie bekommen wir eigentlich so ein Schleusensystem? Du hast da keine Schleuse gehabt, weil da gar kein Platz ist für eine Schleuse. Aber wie bekommen wir ein klares Schleusensystem von Leuten, die draußen auf der Mondoberfläche zu tun haben oder Equipment, dass ich das sauber in die Basis reinbekomme, dass da der Dreck, der Staub, dass du diese Dinge nicht mitbringst. Also wir sehen schon, bemannte Weltraumfahrt wird noch viel, viel komplizierter so und unberechenbarer, aber offensichtlich sind ja schon die unbemannten Versuche eine unfassbare Herausforderung im Jahr 2023 und da ist es, finde ich, drängt sich für mich auf, dass man natürlich schon fragen muss, wie haben die es in den 60ern geschafft und warum ist es heute so viel schwerer? Gesundheitschart. Ja, helf gut. Beinstaub, hat dich gleich getriggert. Danke, ja, Heuschnupfen. Heuschnupfen. Körperliche Reaktion gezeigt. Mondschnupfen. Ja, genau. Ich merke aber auch, wie sehr dieses Thema auch unglaublich polarisiert, auch innerhalb unserer Community. Ich sehe es jetzt auch gerade schon, wie es im Chat abgeht und wie das Thema dann auch Leute triggert. Wirklich so nach Motto, lass es doch sein, das Thema jetzt. Was bringt denn das? Das ist doch alles kalter Kaffee und so weiter. Nein, für mich nicht, weil erstens begeistert von dem Thema und das zweite ist, wenn die in der Lage sind, uns so zu manipulieren und zu verarschen, was ist denn dann noch alles möglich? Ich habe gerade gestern, oder wann war es, vorgestern am Wochenende, habe ich zufällig beim Zappen auf Streaming-Plattformen den Film JFK mal wieder gesehen von Oliver Stone. Der ist da irgendwie aufgepoppt, entweder auf Weiterschauen oder neu jetzt im, was weiß ich. Und ich habe mir den nochmal reingezogen, diesmal auf Englisch, weil ich es mal im Original hören wollte. Jim Garrison, also dargestellt von Kevin Costner damals, von dem Film von 1990, mein politisches Erwachen eigentlich, das habe ich mir nochmal reingezogen. Und wenn du dir die 2 Stunden 40 nochmal gibst, vor allem dieses Plädoyer von dem Staatsanwalt Jim Garrison aus New Orleans, der dann da mit dieser magischen Kugel das alles zeigt und die ganzen Ereignisse nochmal aufführt, die Zeugen, die manipuliert worden sind, deren Aussagen nicht aufgenommen worden sind, wie die Teams ihn ins Kreuzfeuer genommen haben und der ganze militärische Komplex hinten dran, dann ist das für mich extrem wichtig, dem nachzudenken, dem nachzugehen, weil ich sehe, dass da natürlich Kräfte wirken, wo sich die meisten Menschen gar keine Gedanken drüber machen, weil sie sich einfach null vorstellen können. 9/11 ist für viele Leute überhaupt kein Thema und nur noch in den Geschichtsbüchern. Osama Bin Laden und seine 19 Räuber, Neil Armstrong war oben und Kennedy, Lee Harvey Oswald. Weißt du so, das sind die Themen, die gesetzt werden und da musst du auch gar nicht mehr rütteln. Das ist alles, das weiß man doch sozusagen. Und ich sage nein. Das ist nicht so. Und das ist Teil dieses ganzen Herrschafts- und Kontrollsystems, das uns umgibt. Und das hat uns an den Eiern, verstehst du? Und ich mag es nicht, wenn man mich an den Eiern packt und zudrückt. Das mag ich einfach nicht, ja? Ich sag's jetzt einfach so plakativ und plastisch. Ja, plastisch. Robert, ich erkenne einen Charles in dir. Mach weiter. Versteht ihr? Hau die Sprüche raus. Die Emotion, die ich hier drin habe, geht darum, dass viele Menschen nicht erkennen oder vielleicht auch gar nicht erkennen wollen, dass um uns herum eine Herrschaftsmatrix existiert, deren sich die meisten Menschen überhaupt nicht bewusst sind. Und mich treibt es einfach an, das zu durchdenken, das zu durchdringen. Und wenn man mich nach meiner Meinung fragt,
auch darüber zu sprechen, was ich jetzt seit 20 Jahren mache. Ja? Also, und gerade diese Themen jetzt, 9-11, Mondlandung, JFK, das sind für mich drei so große Dinge, wo ich sage, wenn das die Leute wüssten, wenn da jeden Abend oder einmal in der Woche eine geile Doku kommen würde, wer da wirklich dahinter steckt, dann würden die Leute vielleicht auch mal anfangen nachzudenken und ja, ja, vor allem, Fragen das kannst du stellen. Ja, die Liste noch erweitern. Die Ereignisse der letzten drei Jahre, Fall der Mauer, ja. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Klar, wenn du also da gibt es noch so ein paar Ereignisse, über manche darf man gar nicht sprechen, geschweige denn nachdenken, die da mal diskussionswürdig wären. Und ich gebe dir recht, man hat das Gefühl, dass es jedes dieser Ereignisse ist wie so ein Pfeiler, der um uns rum in dieser Herrschaftsmatrix so gesteckt wird. Und zwischen den Pfeilern ist der Zaun, der uns irgendwie gefangen halten soll. Weil warum werden wir sonst mit solchen, nenne ich mal, gefakten, fingierten, manipulierten historischen Ereignissen irgendwie erzogen? Das sind ja alles so Sachen, die unser Geschichts- und Weltbild prägen sollen und es ja auch tun. Und inwieweit dient es einer Herrschaft und welcher? Wozu braucht man eine Mondlandung? Ist ja auch interessant, die Frage. Also ich bin auch davon überzeugt, dass da was ganz gewaltig faul ist und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das gefaked ist. Aber da frage ich mich, wofür braucht man das? Gut, damals im Kalten Krieg vielleicht die Amerikaner, um sich da als tolle Nation darzustellen. Aber wozu braucht man das heute? Damals ist das relativ klar, wozu man es gebraucht hat. Wozu braucht man das heute noch? Aber heute wird es ja nicht gefaked, weil wir haben ja die Nachrichten gebracht, ja, die ganzen Dinger knallen dort einfach nur drauf und Mond sind Schrott. Nein, aber das alte Narrativ, ja, warum laufen auf ProSieben Dokus, wo gezeigt wird bei Galileo, dass das kein Fake ist? Warum? Wer hat ein Interesse daran heute? Es gibt da einen Ausdruck, den hat der Gerhard Wisniewski hat den geprägt in seinem Buch Lügen im Weltraum, das nennt man Wartungsarbeiten. Wartungsarbeiten am Narrativ. Das ist auch bei 9-11 zu beobachten gewesen, als 2005, 2006 so die ersten Dokus kamen, unter anderem auch unter falscher Flagge, ne? So Loose Change da drüben, die haben doch auch so Dinge gemacht, wo immer mehr Leute kapiert haben, dass da was ist, kamen sehr viele Dokus, die all diese Dinge quasi widerlegt haben, all die kritischen Fragen und so weiter. Und das ist auch eben bei Apollo zu sehen. Und bei Kornkreisen und bei allen Dingen, die das Narrativ oder diese Vorstellung von uns Menschen einfach sprengen, gibt es immer wieder so Wartungsarbeiten. Man muss die Leute immer wieder daran erinnern, das ist falsch, was dir vielleicht irgendjemand gesagt hat, dass der Professor Lesch erklärt es dir richtig und so weiter. Übrigens hat gerade jemand die Frage gestellt, ob es diese Doku noch gibt. Ja, Apollo, Kubrick und Beyond ist zu finden bei einem Kanal namens Steinzeit. Wer ist das? Keine Ahnung. Also der ist von schon länger her, von wann war denn dieser Vortrag? Von vor 4 Jahren, genau. Könnt ihr euch noch reinziehen und da sind dann diese ganzen Punkte auch drin, diese Raketen, muss ich jetzt nicht zeigen, das ist, führt uns jetzt hier weg, aber das große Bild einfach, gerade auch in der Erregung des Gesehenen von dem JFK-Film gestern oder vorgestern, was ist heute Dienstag? Sonntag habe ich es angeschaut. Wenn man das anschaut, und ich empfehle es jedem Menschen, diesen Film von Oliver Stone mindestens einmal oder zweimal anzuschauen, und das und vor allem im Hinblick darauf, dass es jetzt 60 Jahre wird, dass das dann schon so lange her ist und auch historisch sich wieder so ein Geburtstag jährt dann eben. Ja. Es ist unglaublich, was die damals gemacht haben und wie die dafür gesorgt haben, dass 78 Menschen, ich sag's nochmal, 78 Menschen sind in den zwei Wellen, also in der ersten Welle und dann 78 nochmal zu Tode gekommen. Augenzeugen, die Dinge gesehen haben, die aussagen wollten, die wurden alle mehr oder weniger von diesem Wissen befreit. 78 Menschen wurden da auf komische Weise getötet und in allen möglichen bescheuerten Erklärungsmodellen und so weiter. Der andere wurde für einen Hirsch gehalten und erschossen. Der andere hat sich selber auf die Bahngleise gestellt und ist in die Luft geflogen oder sich umgebracht, wie auch immer. Und so viele Menschen haben das gesehen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten auf offener Straße erschossen worden ist. Und es war der eigene Geheimdienst, es waren die eigenen Leute um ihn herum, die ihn dafür bestrafen wollten oder aus dem Weg schaffen wollten, weil er den Krieg beenden wollte. Den Lyndon B. Johnson direkt danach weitergeführt hat. Und Millionen Tote und Zehntausende Tote Amerikaner und Millionen Verlust und Gewinn für die Waffenindustrie. Ich monologisiere, es tut mir leid, aber es ist wirklich, ich war 90,
91, ich weiß nicht mehr, wann ich den Film gesehen habe, in München im Kino. Ich war ganz jung noch, 21, und da habe ich gemerkt, hoppla, da stimmt was nicht. Hier ist was obermächtig faul, und seitdem habe ich hier dieses große, diese Stirnfalte hier so, irgendwas ist hier faul, irgendwas stimmt hier nicht. Und ihr könnt mir erklären, was ihr wollt, aber das kaufe ich nicht, weißt du. Interessant finde ich bei dem ganzen Thema noch. Und ich meine, das über die Mondlandung ist eigentlich ein bisschen schade, dass Frank heute nicht da ist, weil der ist ja auch mal leidenschaftlicher Debattierer und würde vielleicht heute so ein bisschen den Kontrapunkt aufsetzen. Deswegen werden wir das auch wieder, wenn Frank da ist, früher später, werden wir sowieso wieder drüber sprechen über Mondlandung, weil es einfach so ein Evergreen ist. Ja. Aber nochmal zu dem, was ich auch so interessant finde, ist, viele von diesen Hinterfragen, weil wir schon beim Kennedy-Mord sind, die ersten, die überhaupt sowas wie, was man heute Verschwörungstheorie nennt. Tatsächlich, der Begriff Verschwörungstheorie hat mit Kennedy-Ermordung zu tun. Ja. Der wurde erfunden, und mit diesem Begriff sollte man Kritiker an dem Narrativ des Kennedy-Mords, sollte man mit diesem Begriff Verschwörungstheoretiker entgegnen. Die ersten, die das waren und die das wirklich auch im breiten Stil waren, das war so die alternative Counterculture in Kalifornien. Diese Studentenszene rund um die Universität Berkeley in den 60er Jahren. Das, was man gemeinhin so Hippie nennt. Dort waren die allerersten, die diese Dinge hinterfragt haben. Legendär zum Beispiel der Auftritt von David Crosby, hier Sänger von den Byrds, so eine von diesen Los Angeles, Kalifornien Bands, auf dem Monterey Pop Festival 1967. Das war so dieses erste große Musikfestival vor Woodstock 1967. Damit ging sozusagen diese Hippie-Musik nationwide. Da waren auch Kameras, das wurde im Fernsehen in Amerika übertragen. War ein Riesending, Monterey 67. Und da war dann dieser Auftritt von den Byrds. Und David Crosby, der hat bevor, die haben auch einen Song gemacht für John F. Kennedy. Und bevor sie einen Song gespielt hat, David Crosby, der stellt sich da hin und er sagt halt so, ich muss noch was loswerden, Brüder und Schwestern, so. Wir wissen, dass beim Attentat von Kennedy nicht nur ein Täter war, da mehrere Leute geschossen, und die Medien belügen euch, und die sagen was anderes, und jeder, der was anderes behauptet, wird unterdrückt, und this is your country. So, ey, ich meine, wow, das ist, finde ich, so wow. Krass, weil, weißt du, ja. Das hat damals sozusagen jemand aus der Hippie-Szene, die haben das gesagt. Damals gab es kein Internet und auch war nicht so einfach, da Bücher zu dem Thema zu schreiben. Die ersten Texte, die sind alle in so Fanzines entstanden, weißt du, so Underground Press rund um Berkeley University, wo Leute dann selber so irgendwelche Texte eingehackt haben und dann im Kopierapparat irgendwie 100 Ausgaben verteilt haben. So hat sich das verbreitet. Und da ist tatsächlich die Kennedy-Geschichte und auch schon die Raumfahrt wurde sehr, sehr früh dort gab es da schon als Thema. Und faszinierend ist, dass es ja da auch damals schon dann auch geradezu groteske Übersteigungen gab. Also auch damals gab es schon die weirdesten und abgefahrensten Theorien so mit, die so am Start waren. Aber heutzutage wird das in eine völlig andere Richtung geframed. Heute sagt man, ja, das ist halt diese ganzen rechten Verschwörungstheorien. Aber aufgebracht hat es diese nach Freiheit strebenden und alles hinterfragende Hippie-Counterculture an der West Coast in Amerika. Diese Narrative in Frage gestellt. Ich hätte noch ein kleines Mini-Thema. Ich weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben, Captain Robert. Ja, klar. Crosby, war der von Crosby still in Nash? Der Crosby, klar, genau. Ja. Zuerst bei den Byrds, damals noch bei den Byrds, später dann Crosby, Stills and Nash, genau. Ja, übrigens selber auch, das ist wieder das Nächste. Ich meine, David Crosby ist überhaupt eine sehr interessante Figur wieder. Ich habe an anderer Stelle auch schon darüber gesprochen. Ich will den keineswegs jetzt hier als leuchtendes Vorbild hinstellen. Der ist auch selber ein sehr strittiger Charakter. Auch Waffenfreak und auch, ja, mei, könnte ich ganz viel erzählen. Charles, schieß los. Aber ich auch, was ich hinaus wollte, ist, dass so diese Verschwörungsgeschichten, diese Dinge hinterfragen, die Ordnung hinterfragen, die Autorität hinterfragen, das war damals progressive Hippie-Leute, die das gemacht haben. Oder nicht nur Hippie-Leute, sondern überhaupt progressive 60er-Leute aus Studentenkreisen. So. Nicht automatisch Hippies, ist nicht unbedingt dasselbe. Viele von denen hatten noch kürzer, das ist völlig wurscht. Aber da kam das eigentlich her, so dieses Hinterfragen. Mhm, sehr spannend. Heute ganz, ganz verpöntes Hinterfragen. Ja. Charles, steht keiner mit der Stoppuhr hier, schieß los. Ja, ich verfolge ja auch manchmal so die Standardmedien, und da gab es jetzt einen Fall in München. In München wurde in der U-Bahn ein 18-Jähriger vergewaltigt. Und ein Mann? Also ein Mann, ja, ein 18-Jähriger, ein laut Bild ist ein Sprachschüler aus Polen. Der war irgendwie feiern und sturzbesoffen an irgendeinem U-Bahnhof in München und hat da, glaube ich, ja, richtig besoffen, hilflos an der Bank gehangen, und dann hat ein 20-Jähriger
wenn ich das richtig verstanden habe, 20-jähriger Flüchtling aus Afghanistan, den ungefähr eine Dreiviertelstunde lang halt vergewaltigt. Wie kommst du jetzt auf dieses Thema? Darf ich kurz nachhaken, wie du jetzt auf dieses Thema... Ja, ich komme dazu, weil es mich beschäftigt. Ich habe so gelesen und es ist für mich etwas, was mich so beschäftigt, dass ich kann es nur mit euch teilen. Ich weiß nicht, mit welcher Selbsthilfegruppe ich darüber sprechen soll, wie verstörend ich das finde. Und ob es sowas früher schon gegeben hat oder ob das etwas ist, was irgendwie eine neuere Entwicklung unserer Gesellschaft ist. Beides. Ich glaube, das gab es früher auch schon sowas, aber jetzt ist halt die Taschenlampe mit dem großen Scheinwerfer drauf gerichtet auch und jetzt in dieser Aufgeregtheit ist das natürlich umso vieles größer. Finde ich natürlich furchtbar. Und ich will es jetzt auch gar nicht kleinreden. Das ist eine dieser... Was soll man schon sonst sagen? Außer es ist furchtbar und es ist verstörend. Verstört mich fast noch ein bisschen mehr als der Text von Freddie Mercury eigentlich. Mich irgendwie ist es noch verstörender. Mhm. Wir sollten vielleicht noch ein kleines Thema uns aussuchen. Ey, wollen wir uns nicht zusammen noch dieses schöne Video anschauen zum Abschluss? Das sowieso. Also wir brauchen jetzt noch... Lassen wir die Vergewaltigung. Lassen wir sie sprachlos. Charles, gut, wir sind alle sprachlos. Wir sind alle sprachlos. Ich bin's ja auch. Ich habe ja gehofft, ihr schulterzuckend, kopfschüttelnd, wie ich damit umgehen soll. Weil es gibt noch viel mehr Themen, Geschichten, die in diesen Bereich gehen. Das jetzt aufzumachen, da könnten wir stundenlang reden. Das ist aber in meinen Augen gerade eine falsche Energie. Ich will jetzt da nicht in diese Wunde reinbohren und noch Salz draufstreuen. Wir wissen, dass da alles total schief läuft und dass das alles aus dem Ruder läuft und dass das auch auf dem Kulminationspunkt hinausläuft, das wird irgendwann Bumm machen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn du erlaubst, lass uns zu einem vielleicht... Kommen wir zu den freudigen Themen. So freudig ist es gar nicht. Freudig nicht, es ist irgendwie seltsam. Es geht um ein Naturphänomen, das irgendwo in der Kumtak Desert in der arabischen Wüste aufgetaucht ist. Ich glaube, es ist in China. Ich glaube nicht, dass es in Arabien ist. Das steht drunter, Kumtak Desert. Ja, und aber jetzt, kennst du die Kumtak-Wüste, also die Wüste Gobi zum Beispiel, ist auch in China. Xinjiang, China. Ja. Also nach heftigen Regenfällen kam plötzlich eine elektrostatische Welle um die Ecke und bei den Frauen ist es halt besonders aufgefallen, weil die lange Haare haben und das kennt man ja, wenn man dann mit einem Wollpulli und einem Ballon, wenn man da reibt, dass man elektrostatische Effekte produzieren kann. Es gibt auch Gerätschaften, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Electrified Clouds steht da drin. Aber ich muss schon sagen, das ist schon irgendwie spooky. Das ist schon irgendwie sehr, sehr seltsam, dieses Phänomen. Sieht man. Ich finde es auch so krass, wie die Leute reagieren. Mich erinnert das so ein bisschen damals an diesen Riesentsunami. Dass so, oh hey, der Ozean ist auf einmal weg und die Leute, die laufen alle raus. Und erkenne ich, ey, hier ist gerade eine Anomalie. Eigentlich müsste dein Instinkt so, hey, was denn Shit, was läuft denn hier gerade ab? Und wenn ich das sehe, die lachen da auch alle rum. Klar, weil sie halt nicht wissen, damit umzugehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich da wäre, dann würde ich echt eine Scheißangst der Leute. Ey. Wir müssen irgendwo, besser in der Wüste auch noch, Blitze. Passieren jetzt gleich? Wie die Teddywerfer 2015 an den deutschen Bahnhöfen. Das war auch so ein Phänomen. Naja, das würde ich jetzt doch nochmal anders in seiner Spontanität auch hier sehen. Ich weiß nicht, wo du den Zusammenhang jetzt mal herbringst. Weder aber so ich, das eine ist Achtung, halt, Witz. Halt einfach so diese Ignoranz gegenüber dem Naturphänomen. Ja. Hier ist ein außergewöhnliches Phänomen und die Leute lachen einfach nur, anstatt zu verstehen, ey, jetzt lachst du noch, aber hier kann jetzt gleich was ganz Schlimmes passieren. Also ich meine, ein Erdbeben, Blitzeinschlag oder irgend sowas. Ja. Ich würde sofort versuchen, so schnell wie möglich irgendwie von dieser Hügel weg. Und da steht ja dann auch hier der Guide, der, mit dem die unterwegs waren, der hat den auch sofort gesagt, Leute, wir müssen hier runter. Wir ins Auto, zumindest ins Auto rein, ja, Faradayscher Käfig und so, ja, dass da eben dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit für einen Blitzeinschlag jetzt gerade extrem gewachsen ist, wenn hier so elektrostatische Phänomene auftauchen, das ist schon krass, ja. Ja, das ist schon heftig, ja. Hier steht, I've seen a video of someone whose hair stood up just like tourists, like these tourists, also ich habe ein Video gesehen, wo von jemand, die Haare genauso wie in dem Video gestanden sind und diese Person wurde kurz danach vom Blitz getroffen. Also das ist, und dann hier, zuerst dachte ich, es schaut so cool aus, aber dann, nachdem ich jetzt die Gründe kenne, ich wäre sofort weggerannt. Also das hat jemand da noch geschrieben als Kommentar zu diesem Video und in dem Moment bin ich auch beim Team Stoner, Leute, hit it, let's go, ja, so, also in der Richtung, soll man nicht scherzen mit solchen Sachen, ne? Ja.
Und der Curveball von dir hier mit den Teddybären, der muss natürlich nochmal sein, Charles, gell? Kannst es auch nicht lassen hier. Wieso? Hat mit dem Thema nichts zu tun, aber es muss da halt noch gesagt werden. Nee, würde ich nicht behaupten, dass es mit dem Thema nichts zu tun hat. Leute. Du hast ja von dem Tsunami-Phänomen gesprochen, wo die Leute Gefahr kommen, die Leute hinrennen und Assoziationen entstehen in meinem Kopf. Ich kann. Also Leute, dann lasst uns heute mal einen Deckel drauf machen, nicht ohne auf etwas anderes nochmal hinzuweisen. Es findet jetzt bald statt, unser Sommerfest. Das heißt also, unsere nächste Veranstaltung muss dann natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise passieren. Keine Ahnung, wie das stattfinden soll. Lasst euch da draußen einfach mal überraschen, was da so die nächsten Tage alles passiert. Wir sind alle voll in den Vorbereitungen, vor allem die Leipziger Mannschaft. Ich versuche es geistig zu unterstützen, soweit wie es geht, und stoße dann da auch dazu. Also wir freuen uns natürlich riesig, wenn das Wetter auch hält, dass wir da einfach ein paar Tage gute Zeit haben miteinander, gutes Bier trinken, nettes Fleisch, gutes Fleisch essen. Das ist deine Abteilung, Charles, gell? Du bist da der Grillbeauftragte. Und dann, Taschlik ist schon eingelegt. Und dann schauen wir mal, was sich da alles draus ergibt. Also, dann sage ich für den Moment vielen Dank an euch beide. War wieder mal eine lebhafte Runde. Es hat mir getaugt und offensichtlich 4715 Zuschauer sehen das auch so. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Danke und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort habt ihr. Danke, Robert. Danke, Stoni. War geil. Wir sehen uns ja eh bald auf dem Sommerfest. Ja, danke euch. War eine interessante Runde heute Abend. Grüße auch an alle da draußen. Aber ganz froh, ich bin froh, wenn es jetzt Feierabend ist. Es ist ja eine Hitze hier. Wir schwitzen auch alle. Ich muss nicht mal unbedingt hier Luft reinlassen. Duschen. Wir glänzen auch alle. Es ist Sommer, es gehört dazu. Gell? Also, schönes Schwitzen noch, bis zum nächsten Mal und alles Liebe nach draußen. Servus und tschüss.